Guten Abend, liebe Leute. Herzlich willkommen zu dieser kleinen Schulung Schiffe und ihre Rollen für die Noob Fleet. Fragen an mich könnt ihr entweder im TS der Noob Fleet stellen oder jederzeit im Twitch-Chat. Sobald ich die sehe, werde ich sie beantworten. Am heutigen Abend ist geplant, dass wir einmal die verschiedenen Schiffsklassen und deren spezifische Flottenrollen in EVE durchgehen, und zwar anhand dieses Interbus Ship Identification Systems, ISIS, das inzwischen Shiptree heißt, weil es da irgend so ein paar Bekloppte gibt, die sich den Namen mopsen mussten. Ja, wir machen das Ganze, wie gesagt, anhand der Minmata, einfach aufgrund dessen, dass ich da schon wirklich bis sehr weit vorgestoßen bin mit den Freischaltungen. Fehlt einzig und allein noch der Titan und der Jump Freighter. Da können wir also uns relativ frei durchbewegen. Sollten Fragen zu anderen Rassen sein oder zu Unterschieden, stellt die bitte, dann werde ich darauf umgehend zu sprechen kommen. Zuallererst machen wir das hier oben mal. Oh, bin ich blöd. Das war der Verkehrte. Machen wir das hier oben mal zu. Das seht ihr gar nicht, ne? Hey, so. Und dann kommen wir zu den Grundeinteilungen. Es gibt Grundeinteilungen, die wir vornehmen müssen. Und zwar ist das einmal die T1 und Faction-Schiene. Das ist dieser untere Bereich, dann die T2-Schiene, das ist der gelbe, und die T3-Schiene, das ist dieser orange. Diese Schiffsklassen, beziehungsweise diese Schienen, die lassen sich grob in drei Gruppen einteilen. Wir haben einmal in der T1 haben wir die sogenannte normalisierte. Das heißt, das sind Schiffe, die, wenn überhaupt, einen normalen Bonus haben, den man aber auch übergehen oder überspringen kann, ohne wirklich große Verluste zu fahren. Dann haben wir die spezialisierten, das sind diese T2-Schiffe. Die sind wirklich nur innerhalb ihres Bonus oder ganz geringfügig außerhalb sinnvoll einsetzbar. Und dann haben wir die Generalisierten, das sind diese T3-Schiffe, die Destroyer noch ein bisschen weniger als die Cruiser, aber nichtsdestotrotz in einem sehr weiten Rahmen einsetzbar. Generalisiert aus dem Grund, weil sie generell mehrere verschiedene Boni wechselnd aktiv haben können. Das machen wir bei den Kreuzern über Subsysteme und bei den Destroyern über unschaltbare Modi, da kommen wir aber gleich zu. Die erste Klasse, die jeder von euch, denke ich, sicher kennt, das ist, sind diese Rookie-Schiffe. Inzwischen nennen sich die Dinger Korvetten. Die haben, wie ihr seht, eine ganze Menge Boni, unabhängig von irgendwelchen Skills. Das ist ein Rollenbonus, das heißt, der ist fest auf dieses Schiff imprägniert, das ist vollkommen unabhängig von euren Skills, werden diese Boni angewandt. Das ist das erste Schiff, das jeder hat. Ist man relativ schnell wieder los. Über die Tutorials kommt man dann zu den Fregatten. Nichtsdestotrotz sind ganz viele erfahrene Piloten auch in diesen Schiffen unterwegs, denn sobald man an einer Station dockt, wo man kein Schiff hat und nur in einer Kapsel sitzt, bekommt man so ein Ding hinterhergeschmissen. Ist praktisch so eine extra Schutzschicht, bevor man zerlegt wird. Ja, es hat keine große Wirkung, aber wenn man durch eine Smartbomb-Falle rauscht, sind da wenigstens ein paar extra HP, bevor es einem die Kapsel zerlegt. So. Dann unsere Fregatten. Es gibt bei jeder Rasse
einige spezialisierte Fregatten, ja, wie zum Beispiel hier die Probe, die unser Scanschiff ist, die Burst, die unsere Logistikfregatte ist und die Slasher, die unsere Tackle-Fregatte ist. Wir können jede dieser Aufgaben aber auch relativ verlustfrei mit einem der anderen Schiffe durchführen. Die Boni sind bis auf den Fallout hier vom Shield Booster relativ human. Ja, man kann theoretisch auch mit einer Breacher scannen oder mit einer Rifter tackeln. Man hat geringe Verluste, aber sie sind nicht so brutal. Man kann allerdings auch zum Beispiel mit einer Slasher scannen. Das ist überhaupt kein Problem. Die Boni, die da sind, sind relativ gering. Dann seht ihr hier, es gibt noch ein paar Navy-Fregatten. Das sind oftmals Sonderversionen der normalen Fregatten mit geringfügig besseren Werten. Fregatten werden eingesetzt im Small-Scale PvP und auch in größeren Flotten als Tackle. Ihr werdet sie selten sehen als Damage-Dealer in großen Flotten, es sei denn, es macht jetzt irgendjemand eine Fun-Fleet. Sie sind klein, wendig, sehr, sehr schnell und brauchen eine ganze Zeit, bis man sie aufgeschaltet hat. Die Viecher können extrem lästig werden. Und sie werden, wie gesagt, in erster Linie eingesetzt, um zu tackeln. Heißt, jemanden schnell aufzuschalten, einen Punkt drauf zu kriegen, schnell an ihm dran zu sein und dann dafür zu sorgen, dass die Flotte ihn ordentlich verdrescht. Ein bisschen anders sieht es bei diesen Navy-Fregatten aus. Die haben wir seltener im PvP. Sie werden auch durchaus im PvP eingesetzt und sind da auch sehr gut für geeignet, aber sie sind etwas teurer und werden eigentlich ja, seltener verwendet für sowas. Aber wie gesagt, man kann sie auch sehr gut dafür finden. Gerade die Electronic Attack, also hier die Vigil zum Beispiel, findet man da häufiger als die Angriffsversion, hier zum Beispiel die Firetail. Ich habe die Firetail im PvP selber noch nicht gesehen, außer in Duellen. So, das waren die Normalisierten. Jetzt kommen wir mal zu den Spezialisierten. Ihr seht, das sind verschiedene Gruppierungen. Da haben wir einmal die Interceptors. Das sind zwei Versionen unserer Slasher hier unten. Und zwar ist das einmal die Claw und einmal die Stiletto. Beide haben sie Boni, die nützlich sind, um Gegner abzufangen. Heißt, wenn sie ihren MWD anhaben. Normalisierte wird hier gefragt. Ja, normalisierte Schiffe, also Schiffe mit normalen Boni. Spezialisierte, Boni auf spezielle Rollen. Generalisiert, wie die T3-Schiffe, ist dann generelle Auswahl an verschiedenen Boni und eigentlich die Möglichkeit, jede Rolle einzunehmen. So. Also, wenn die einen Micro-Warp-Drive aktivieren, beide, wird ihr Signaturradius je nach Skillstufe immer weniger vergrößert. Was sich dann bis zu einem Maximum von 75% Reduktion aufläuft, das bedeutet, der größte Nachteil eines MWDs wird so gut wie aufgehoben. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Tackler, die sich schnell jemandem annähern, haben meistens ihr MWD an. MWD bedeutet Micro-Warp-Drive. 500% oder mehr größere Signatur, heißt sehr viel schneller aufgeschaltet und sehr viel einfacher getroffen. Mit diesen Schiffen wird dieser Nachteil so gut wie wettgemacht oder so gut wie nivelliert. Weiterhin, wie ihr seht, haben sie im Rollenbonus unten beide Reduction in Propulsion Jamming Activation Cost. Und jetzt muss ich gerade gucken, hier, die Stiletto hat auch noch einen Bonus auf die Range von Warp Scramblern und Disruptoren. Die hat die Claw nicht. Die Claw hat dafür einen weiteren Bonus auf den Schaden. Claw ist also im Prinzip der Tackler, der ein bisschen aggressiver rangeht, auch ein bisschen Schaden raushaut oder ein bisschen mehr Schaden raushaut, während die Stiletto das Ganze eher auf eine etwas längere Distanz machen kann und sich ein bisschen mehr Freiraum erkämpfen kann. Die Stiletto zum Beispiel ist weitaus angenehmer zu fliegen, wenn es gegen Brawler geht, also zum Beispiel gegen galente Schiffe, die mit Blastern ausgerüstet sind. Da kann sich die Stiletto sehr viel schöner außerhalb der Gefahrenzone halten, als es die Claw tun kann. Dann haben wir Assault-Fregatten oder Angriffsfregatten. Angriffsfregatten sind erstmal grundsätzlich von dem Boni ähnlich, wie ihr seht, wie normale Fregatten auch oder normale Kampffregatten. Sie haben aber ebenfalls einen Bonus in der MWD-Signaturreduktion. Gott, ist das ein beschissenes Wort. Heißt, auch diese Schiffe haben eine weniger aufgeblasene Signatur, wenn sie ein MWD anhaben. Hier festgelegt 50%. Was bedeutet, auch sie werden nicht so leicht getroffen. Der wirkliche Vorteil dieser Schiffe
Der erschließt sich uns erst, wenn wir sie uns im direkten Vergleich anschauen. Da sehen wir dann, dass diese Schiffe erstens eine ganz andere Grundresistenzen haben. Ja, wir haben hier auf dem Armor 60% Resistenzen, 35%. Die sind hier alle sehr viel höher. Ja, auch hier beim Schild. Hier 0% EM-Resistenz, hier sehr viel höher. Die Jaguar ist übrigens die Schildversion, soweit ich weiß. Gerade nochmal gucken. Ja, sehr viel höhere Resistenzen und sehr viel höhere Grund-HP. Dadurch, dass wir die entsprechend fitten können, können wir sie, gerade wenn wir wissen, welcher Gegnertyp zu erwarten ist, können wir entweder die Jaguar, hier mit den schönen hohen Schildresistenzen, oder aber die Wolf, das wäre das Äquivalent mit den hohen Armor-Resistenzen vorne, und den passenden Slots, können wir die sehr schön darauf auslegen. Das bedeutet, diese Schiffe sind wirklich Fregatten, die darauf ausgelegt sind, im Brawling oder im PvP Schaden auszurichten, werden allerdings auch in den größeren Schlachten eher seltener geflogen, sind aber, wie gesagt, sehr, sehr, sehr viel stabiler als ihre T1-Counterparts und wirklich auf Schaden und schnelle Annäherung ausgelegt. Gibt es bis zu diesem Zeitpunkt irgendwelche Unklarheiten? Gut. Dann machen wir weiter. Die dritte Kategorie ist die Kategorie der sogenannten Covered Ops. Dort haben wir wieder zwei verschiedene Schiffe. Die unterscheiden sich grundsätzlich voneinander. Und zwar haben wir einmal die Cheetah. Das ist unser Scan-Schiff. Die Cheetah kann, wie alle Covered Ops, ein Modul finden, das nennt sich Covered Ops Cloaking Device. Das Vergleichsfenster, ich weiß nicht, welches Vergleichsfenster du meinst. Du meinst, wie ich zwei Infofenster geöffnet habe mit gedrückter Shift-Taste. Shift-Taste gedrückt halten, Show Info, kriegt ihr zwei Fenster. Also, Covered Ops können gecloaked warpen. Das ist ein sehr großer Vorteil. Und dieses Schiff kann weiterhin auch noch sehr gut scannen. Heißt, diese Schiffe werden eingesetzt, um hinter die feindlichen Linien zu fliegen, dort ihre Combat Scanner Probes rauszuschmeißen, sich irgendwo hinzuwarpen, sich zu cloaken und das System zu scannen, um Intel zu geben. Sie sind weitaus zerbrechlicher als die gerade gezeigten Assault Frigates, wie ihr seht. Und sind, wie gesagt, nur dann stark, wenn sie nicht entdeckt werden oder nicht aktiv gejagt werden. Wenn diese Schiffe aktiv gejagt werden und die Safe Spots, auf denen sie stehen, bekannt sind, dann haben die keine schöne Zeit und können noch nicht sonderlich effektiv arbeiten. Das zweite Covered Ops Schiff, es ist in diesem Fall die Hound, das sind die Stealth Bomber. Stealth Bomber können, da sie Covered Ops sind, ebenfalls gecloaked warpen und können als einzige Fregatte Schlachtschiff Waffen verwenden, nämlich die Torpedos. Da gehen drei Torpedowerfer drauf und diese Dinger machen wirklich gewaltigen Schaden. Also 600 DPS auf einer Fregatte ist normalerweise absolut unmöglich, bei den Bombern ist das locker drin. Weiterhin können diese Bomber etwas fitten, das nennt sich Bomb Launcher. Die Bomb Launcher sind Module, die nur, wo haben wir es denn? Can be used at, ja, können nur auf Bombern verwendet werden und benutzen Bomben. Diese Bomben sind erstmal grundsätzlich vom Schaden unterschiedlich. Concussion, Electron ist zum Beispiel EM, Scorch ist, glaube ich, Thermal. Und wenn ihr euch die Bomber genauer anschaut, seht ihr, dass ihr da zum Beispiel hier bei der Hound Explosive Bomb Damage Bonus habt. Diese Bomben fliegen eine gewisse Strecke geradeaus. Früher waren es 30 Kilometer. Ich glaube, inzwischen sind es... Ich meine, sie sind bei 30 Kilometer geblieben. Können wir mal eben gucken. 2500 Meter für 12 Sekunden. 25, ob passt. 30 Kilometer. Dann detonieren sie. Und machen dann in einem Umkreis von 15 Kilometern. Beziehungsweise in einem Radius von 15 Kilometern, also einem Umkreis von 30 Kilometern, nee, Umkreis von 15 Kilometern, stimmt ja, einen gewissen Schaden. Und der ist, wie ihr seht, beachtlich. Einziger Nachteil ist, diese Bomben würden sich auch gegenseitig Schaden zufügen,
und haben immer nur eine gewisse Resistenz gegen ihre eigene Schadensart. Heißt, es können 10 Electron-Bombs hintereinander hochgehen, die killen sich auch nicht gegenseitig, aber ist dazwischen zum Beispiel eine Bombe, die Explosive Damage macht, dann ist relativ schnell Ende Gelände. Denn das Ding hat nur 96 HP Armor und 20 HP Struktur. Das heißt, da geht so eine Explosive-Bombe in der Mitte hoch und die reißt dann die ganze Welle von Electron-Bombs mit kaputt. Aus dem Grund sieht man Bomber oft rassengleich im Verband. Ja, also zum Beispiel nur Minmata-Bomber, damit die Explosivbomben schmeißen können mit großem Bonus. Oder aber in Staffeln, die angreifen. Erst greifen die Minmata an, dann die Amar, dann die Kaldari. Also ja, in 5 bis 10 Sekunden Abstand. Kann man sich bei Bomberspar sehr schön angucken, was man damit reißen kann. Da sind extreme Mengen an Schaden möglich. Übrigens eine Kleinigkeit, die ich vorhin vergessen habe bei den Interceptors. Beide Interceptor sind Bubble-Proof. Es gibt sogenannte Warpstar-Bubbles. Entschuldigt, mal kurz den Hals befeuchten. Warpstar-Bubbles, die werden im 0-0 entweder fest verankert oder von Schiffen abgeworfen oder tatsächlich von Schiffen mit sich herumgetragen. Innerhalb dieser Bubbles kann nichts warpen. Was in diesen Bubbles ist, kann nicht wegwarpen. Einzige Ausnahme sind Schiffe, die eben immun gegen dieses Not Targeted Propulsion Jamming oder hier Interdiction Sphere Launcher, Warp Disruption Field Generator und so weiter sind. Das sind Interceptors und ganz speziell ausgerüstete T3-Kreuzer, also strategische Kreuzer, die wir uns gleich dann noch näher anschauen werden. Von daher sind Interceptoren ideal, um sich im 0-0 zu bewegen. Man wird nicht vom Blasen aufgehalten. So. Electronic Attack Ships. Sehr interessante Art von Schiffen, denn die einzigen, zumindest unter den Fregatten, die keinen Rollenbonus haben. T2-Fregatten. Electronic Attack Ships sind Schiffe, die auf die elektronische Kriegsführung ausgelegt sind und die rollenspezifischen Vorteile ihrer Rasse nochmal ganz besonders ausspielen. Zum Beispiel kann die Hyena den Stasis Verifier mit einem erhöhten optimalen Reichweite benutzen. Und zwar skillabhängig. Heißt, insgesamt, wenn wir einen Skill auf 5 haben, kommen wir statt auf 10 Kilometer mit einem normalen Webber auf 30 Kilometer. Ähnliches gilt für den Target Painter, der ist allerdings nicht so stark geboostet. Bei dem Minmata hat man immer den Stasis Verifier vor dem Target Painter. Sind beides rassenspezifisch für Minmata, beziehungsweise beide rassentypisch. Der Webber ist aber immer ein bisschen vor dem Painter, was die Boni angeht. Und dann haben wir Logistikfregatten. Das sind die neuesten Fregattentypen im Spiel. Sind dafür ausgelegt, Logistik, also Reparaturleistungen zu bringen, in Flotten oder in kleineren Verbänden. Haben, wie ihr unten am Rollenbonus seht, da wirklich einen Riesenbonus auf die Reichweite. 300% Bonus zum Fall-Off, das ist wirklich, wirklich viel. Und ihr seht auch, sie sparen ganz gut an Cap, wenn man die gut geskillt hat, 50% weniger Cap-Verbrauch und dafür 50% mehr Reparatur. Das ist schon wirklich nett. Weiterhin wird dann unten nochmal die Durchlaufzeit um 25% reduziert, wenn man es gut geskillt hat. Also effektiv hat man damit dann wirklich eine ganze Ecke mehr Leistung, die man rausholen kann. Sind recht schwierig zu fliegen, weil sie nicht viele HP haben. Wenn man nicht genau weiß, was man tut und Evasion mit einem Interceptor oder mit einer Fregatte niemals geübt hat, würde ich davon abraten, in solche Dinger einzusteigen. Zumindest, wenn es sich um Flotten handelt, wo die Dinger essentiell sind. Dann das lieber den erfahrenen Piloten überlassen, gegebenenfalls sich in einem T1-Logistik dazusetzen und dann lernen. So, das war jetzt mal so der Schnelldurchlauf durch die Fregatten. Sind irgendwelche Fragen offen geblieben? Ansonsten husche ich weiter zu den Zerstörern. Gut, da kommt jetzt nichts. Dann machen wir weiter mit den Zerstörern. Zerstörer sind die nächstgrößere Klasse nach den Fregatten. Zerstörer machen weitaus mehr Schaden als Fregatten, können auch ein klein wenig mehr einstecken, aber längst nicht so viel, wie viele das gerne hätten. Also ich habe schon mehrfach PvP gesehen zwischen Zerstörer und Fregatte und das hat die Fregatte gewonnen, weil der Zerstörer A nicht getroffen hat, B aber ideal getroffen wurde. Einfach weil er eine sehr große Signatur hat. Wenn wir uns das hier mal angucken, wir rechnen hier das mal einfach kurz durch, sind 800, 1600, 2450.
EHP, jetzt mal ohne Resistenzen eingerechnet. Wir haben hier eine T1-Version. Und hier haben wir 800. Ja, doch eine ganze Ecke weniger EHP. Aber nichtsdestotrotz, Rifter, zum Beispiel gegen Thresher, kann durchaus von der Rifter gewonnen werden, solange sie weiß, wie sie vorgeht und die Thresher es eben nicht weiß. Der Thresher-Pilot. Also machen sehr viel mehr Schaden, sind im PvP die T1-Versionen eher selten zu sehen, höchstens wenn es darum geht zu ganken. Also wirklich in ganz, ganz kurzer Zeit. Ganz, ganz kurzer Zeit ganz furchtbar viel Schaden auszurichten. Dann kann man zum Beispiel Thrashers nehmen oder Catalysts, die machen noch ein bisschen mehr Schaden. Und dann wirklich auf ein Ziel warpen und es in kurzer Zeit zerlegen. Eine Sache, die sehr gerne zum Beispiel genutzt wird, um Frachter im Highsec zu zerstören. Beim Suicide Gank. Die Dinger sind nicht teuer, die kosten gefittet, was weiß ich, 3 Millionen. Aber 30 davon sind ohne weiteres in der Lage, einen Frachter zu zerlegen, der Milliarden trägt oder tragen kann potenziell. Die T2-Version dieser Destroyer ist einmal die Saber. Die Saber ist ein Interdiktor. Interdiktors sind im 00 sehr, sehr fiese Schiffe, ansonsten sind es einfach nur etwas lästigere Destroyer. Im 00 sind sie aber in der Lage, diese Warp-Stör-Bubbles abzuwerfen. Und damit können sie einen ziemlich handlungsunfähig machen im Prinzip. Gerade wenn man sich mit großen, trägen Flotten bewegt, die jetzt vielleicht auch nicht unbedingt auf Kampf ausgerüstet sind, können die einen kräftig ärgern. Weiterhin sind es in 90% der Fälle Interdiktors, die zum Beispiel dafür sorgen, dass Titanen getötet werden. Die tauchen auf, schmeißen ihre Bubbles und warpen raus. Warpen zurück, schmeißen eine neue Bubble, warpen raus. Ohne dass da überhaupt die Chance besteht, diese Dinger aufzuschalten. Ja, Capital-Schiffe, inzwischen nicht mehr alle Capital-Schiffe, aber die meisten Capital-Schiffe brauchen doch recht lange, um so ein kleines Ding aufzuschalten. Also ich meine, mich zu erinnern, dass ich damals mit einem Dreadnought einmal für eine Thresher 34 Sekunden oder so gebraucht habe und ich hatte schon einen Sensorbooster drauf. Also das dauert eine Zeit, diese kleinen Viecher aufzuschalten. Und in der Zeit sind sie meistens schon wieder weg. Ihre Bubbles bleiben dummerweise stehen. Und die kann man nicht aufschalten. Hat man keine Smart Bomb oder keinen anderen AOE-Damage zur Hand, dann kriegt man diese Bubbles nicht weggeblasen. Auch die Saber hat natürlich etwas bessere Resistenzen als ihr T1-Counterpart. Aber ihr seht, das ist jetzt nicht um so viel besser, wie es zum Beispiel hier vorne bei den Assault-Triggers war. Also solltet ihr im 00 einem Interdiktor begegnen, einem feindlichen, seid auf der Hut, der kann ganz furchtbar fiese Dinge machen, auch wenn er nicht auf euch schießt. Der kann euch eine Menge Spaß versauen. Ähnliches tun kann die T2-Version unserer Talva hier unten. Die T2-Version Bifrost ist ein sogenannter Command Destroyer. Ein Command Destroyer kann zuallererst einmal Command Burst Module benutzen, das heißt euch ein wenig, euch oder die gegnerische Flotte, je nachdem wozu ihr gehört, boosten. Hat weiterhin auch diese Reduktion im Micro Warp Drive, ist also, wenn sie sich schnell bewegt, im Gegensatz zu der hier, sehr viel schwerer zu treffen. Und kann, und das macht sie besonders fies, Micro Jump Field Generators fitten. Micro Jump Field Generators funktionieren, soweit ich weiß, nur im Low und 00. Wo haben wir es denn? Empire Space, kein Auto-Repeat. 6 Kilometer haben die. Ich erkläre euch gleich, was sie sind. Und ich gucke gerade, Disallowed Tethering, Bed in Empire High Space. Ja, also im Low-Sec und im 00 können die angewendet werden. Und die machen folgendes: Dieses Modul wird aktiviert und ähnlich wie so ein Micro-Jump-Drive hat das eine Durchlaufzeit, eine Aufheizzeit. Und wenn die durchgelaufen ist, dann wird in 6 Kilometer Umkreis um das auslösende Schiff herum alles, was nicht selbst über einen Jump-Drive verfügt, also alles im Prinzip außer Capital Ships und Black Ops, weggesprungen. 100 Kilometer in Flugrichtung. Diese Taktik oder dieser Vorteil wird zum Beispiel gerne eingesetzt beim sogenannten Spearfishing oder Magnetfishing. 3 oder 4 dieser Schiffe zusammen mit einer feindlichen Flotte fliegen auf 400 oder auf 300 Kilometer an den Gegner ran und dann aktiviert die erste Bifrost ihren Generator, dann die zweite, dann die dritte, relativ kurzfristig und dann die vierte. Und dann springen die im Sekundentakt. 100 Kilometer, 200, 300 und befinden sich nach 300 Kilometern mitten in der gegnerischen Flotte und 10 Sekunden oder 2 Sekunden später
weitere 100 Kilometer weiter hinten, weil das letzte gezündet hat, und haben aber 6 Kilometer um die Bifröst herum eine Horde gegnerischer Schiffe aus dem Verband mitgenommen. Ist das soweit klar geworden? Sogar Bubbles werden mitgeworbt. Achso, ja, genau. Sogar, ja, genau. Also auch Strukturen und so weiter können, soweit ich weiß, tatsächlich mitgenommen werden. Genau, diese kleinen, kleinen Strukturen wie Bubbles, Container und so, genau. Gut, das scheint soweit angekommen zu sein, ohne größere Verwirrung. Gut, Neo, siehst du, jetzt hast du auch was gelernt. So, die nächste Gruppe. Tactical Destroyers. Die sind etwas komplizierter und so aus der Luft gegriffen schwierig zu erklären. Tun wir mal gerade guck. Zur Erklärung. Einmal vor die Station bitte. Hat jetzt aber gedauert. So. Das ist das erste Mal, dass ich jetzt abdocke, seit der Klient läuft. Von daher dauert es einen Moment. Die ist jetzt absolut ungefittet, aber es reicht, um eins zu zeigen. Und zwar, wenn wir uns die Boni mal angucken, sehen wir, dass hier gewisse Rollen, gewisse Modi erwähnt werden. Defense Mode, Propulsion Mode und Sharpshooter Mode. Diese Modi können, wenn man einen Tactical Destroyer fliegt, hier im Flug ausgewählt werden. Momentan befinden wir uns im Defense Modus. Jetzt gehen wir zum Beispiel mal in den Sharpshooter Modus und gucken uns auch das Modell mal an. Und sehen, da fährt was aus, da fährt was ein. Da ist richtig Animation im Spiel. Oder wir gehen in den Propulsion Mode. Da klappt sich dann wieder anderes ein und anderes aus. Tja, haben wir jetzt da, doch jetzt kommt's. Ja, also man kann Modi umschalten im All. Immer nur maximal 10 Sekunden nacheinander. Also ich kann nicht jetzt wechseln und dann direkt wieder. Ihr seht, da ist ein kleiner Cooldown. Wir müssen 10 Sekunden dazwischen warten. Und je nachdem, in welchem Modus wir uns befinden, werden andere Boni aktiv. Das habe ich vorhin mit diesem generalisiert gemeint. Man kann nicht sagen, ach, dieses Schiff, das hat ja nur einen Bonus auf Afterburner. Das ist zwar rasend schnell, aber es kann nicht viel Schaden machen. Ja, richtig. Im Propulsion-Modus haben wir einen Bonus zum Beispiel auf Micro-Warp-Drives und wir haben auch eine höhere Wendigkeit. Aber das heißt nicht, dass dieses Schiff nicht innerhalb von 10 Sekunden in Defense-Modus wechseln kann und dann Geschwindigkeit und so weiter für höhere Resistenzen unter 33% und bessere Armor-Repair-Rate austauscht oder im Sharpshooter-Modus gegen eine höhere Reichweite und ein besseres Tracking gegebenenfalls. Ja, also hier haben wir jetzt nichts mit Tracking, aber das ist ein bisschen unterschiedlich, was man da pro Rasse hat. Ja, von daher, diese Dinger sind nicht zu unterschätzen. Wurde letztens gefragt, ob man sie im PvE verwenden kann. Das kann ich euch ehrlich gesagt nicht sagen. Ich habe sie größtenteils im PvP gesehen, bei irgendwelchen kurzen blitzartigen Überfällen im 0-0 sind die dann in Schwärmen aufgetreten und waren wirklich sehr schwer zu handeln, weil man sich halt weder auf ihre Geschwindigkeit noch auf sonst was verlassen konnte, weil sich das permanent änderte, die Werte. Okay, jetzt machen wir noch Schaden, jetzt machen wir plötzlich sehr viel weniger Schaden, der ist in Defense-Mode gegangen. Wir wechseln das Ziel auf XY, ach nee, der ist inzwischen im Propulsion-Modus und außerhalb der Reichweite. Das ist wirklich keine einfache Kiste. Allerdings muss ich auch sagen, es erfordert eine Menge Skill, diese Dinger vernünftig zu fliegen. Ansonsten fliegt man sie nämlich ganz schnell selber zu Bruch und der gegnerische FC muss eigentlich nicht viel machen. Zurück im ISIS. Confessors in C1 retten. Ja, das könnte ich mir vorstellen, dass sie im C1 fürs Retten gut geeignet ist. Wieso wird die Saber öfter geflogen als andere Rassen Interdiktor? Das ist relativ einfach beantwortet. Also erstmal ist die Saber an sich relativ wendig. Minmatar-Schiffe sind grundsätzlich erstmal so an sich die schnellsten. Das ist schon mal ein Vorteil. Dann kann sie aufgrund
ihrer Medium-Power-Slots noch schönen MBD zum Beispiel fitten, um nochmal raus zu boosten. Pling, pling, ne? Die drei können wir kleiner. Okay, ich reagiere jetzt nicht auf jeden, aber ich reagiere auf Fragen. Dann sind sie relativ gut zu skillen. Viele, viele Piloten haben früher auf Minmata geskillt, weil es hieß, die sind die besten im PvP. Ob das jetzt so war, möchte ich mich nicht so äußern. Aber aus dem Grund denke ich auch mit. Und weiterhin, wie gesagt, wegen dieser extremen Wendigkeit, die sie an den Tag legt. Ansonsten, weil man sie relativ gut Schild tanken kann, denke ich, im Gegensatz zu anderen. Aber das weiß ich ehrlich gesagt nicht, weil das nie die Klasse war, mit der ich mich großartig beschäftigt habe. Aber ich denke, der Hauptgrund ist tatsächlich die Wendigkeit. Ja, Minmata sind, auch wenn ich das ungerne zugebe, so ein bisschen feige. Schnell hin, eins aufs Maul und wieder weg, bevor er sich berappelt hat. Ja, ich werde aber niemals zugeben, das gesagt zu haben. Oh, zum Internet, scheiße. Fragen zum Destroyer. Ja, ja. Der neue Jäger. Ja, 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 ja. Gut, kommen wir zu den Kreuzern. Bei den Kreuzern haben wir wieder einen ähnlichen Aufbau wie bei den Fregatten. Wir haben Kreuzer, die kleinere Boni haben auf irgendwelche Rollen. Hier zum Beispiel auf dem Target Painter oder hier auf Logistik. Wir haben aber auch wieder welche, die pur auf Kampf ausgelegt sind. Auch hier, man kann eine Bellicose im PvE nutzen, um Schaden zu machen. Man kann theoretisch auch mit einer Skyve ein wenig Schaden machen. Wenn wir uns die mal kurz anschauen, sehen wir, wir haben da zwei Türme drauf. Und Drohnen können wir damit auch spucken. Also man kann damit auch Schaden machen. Ist allerdings eher von abzuraten. Die Navy Cruiser sind hier dann wirklich sehr interessant. Gerade bei der Skyve seht ihr plötzlich, als Navy Skyve ist sie ein pures Kampfschiff. Genau wie die Stabber, ein pures Kampfschiff. Das heißt, eine Rolle hier von T1 muss sich nicht zwangsläufig auch auf die Navy-Varianten übertragen. Kreuzer haben sehr viel mehr EHP als Destroyer. Benutzen Medium-Waffen und Medium-Rigs, sind also an sich auch etwas stärker bewaffnet, treffen dafür kleinere Ziele natürlich nochmal wieder eine Ecke schlechter. Ich warte gerade auf Fragen, kommt nichts? Okay. Ich versuche das jetzt alles in diese anderthalb Stunden zu quetschen. Wenn euch das zu eng wird, wir können nachher gerne im TS das alles noch bequatschen. Kommen wir zu den Recon-Ships. Recon-Ships gibt es zwei verschiedene Arten. Es gibt einmal, und das erkennen wir tatsächlich am besten, wenn wir sie uns in die 3D-Ansicht holen, gibt es den Combat Recon. Und es gibt den Force Recon. Diese beiden Schiffe unterscheiden sich grundsätzlich in einer Fähigkeit. Erstens, wenn wir uns das mal angucken, haben sie grundsätzlich beide einen wichtigen Bonus gemeinsam. Und zwar den Bonus hier in dem Fall auf Stasis Web E-Fire. Und auch wieder auf Target Painter, aber primär den Stasis Web. Wenn wir uns das aber weiter angucken, sehen wir, der hier kann diese, hat eine 20% Reduction in Cloaking Devices, heißt auf 5 eine 100% Reduction und kann unsere Covered Ops Cloaking Devices fitten. Der hier kann das nicht. Das bedeutet, Force Recons, wie zum Beispiel hier die Rapier, können gecloaked warpen. Die können gecloaked warpen, die können gecloaked operieren. Die bemerkt man im Prinzip erst dann, wenn sie sich entcloaken und loslegen. Combat Recons hingegen haben ein wenig mehr Boni auf Schaden und auch eine sehr viel spezialisiertere Art darauf. Also hier in dem Fall die typischen Projektiltürme, während sich hier die Rapier eigentlich Minmata untypisch, möchte ich mal sagen. Die haben zwar oftmals so ein bisschen Raketen, aber die verlässt sich hier komplett darauf. Werden wir gleich noch ein weiteres Schiff sehen, das das tut, aber sie verlässt sich komplett darauf, wenn es um Schaden geht, zumindest von den Boni her. Die Combat Recons können sich nicht cloaken, beziehungsweise können nicht gecloaked warpen. Sie haben dafür aber einen weiteren Vorteil, sie tauchen nicht auf die Scans auf. Das ist gerade im Wurmloch, wenn wir hier ein paar Leute haben, die mal im Wurmloch aktiv waren, im Wurmloch spammt man eigentlich dauernd seinen D-Scan, das Ding siehst du wirklich erst, wenn es auf dem Grid aufschlägt. Und wenn du es dann richtig geskillt hast und richtig gefittet hast, ist es im Prinzip auch schon zu spät. Der Gegner bemerkt dich schon, erst dann, wenn es zu spät ist. Beide Schiffe sind Rollenschiffe,
werden in Flotten sehr gerne mitgenommen. Recon Ships möchte eigentlich jeder FC dabei haben, mindestens eins von jeder Sorte, also von jeder Rasse. Ja, mindestens, kann auch sein, dass er sagt, brauche ich nicht. Aber zumindest die Rapier und auch die Arasu sind immer sehr gerne gesehen. Die Rapier, wie gesagt, ein Long Range, oder Rapier und Hugin, Long Range Web. Und die Arasu und ihr Schwesterschiff, ich glaube, das ist die, nicht die Lachesis, Hotada. Wie heißt du denn jetzt? Doch, die Lachesis. Hatte ich es doch richtig. Sind Long Range Scrambler bzw. Warp Disruptoren. Neo Venator sagt gerade, du kannst ruhig länger machen, wir haben Open End. Gut, dann machen wir zwischendrin eine Pause und ich zieh's ein bisschen, dann muss ich mich nicht ganz so hetzen. Dann entspanne ich mich jetzt ein bisschen mehr und gehe auch ein bisschen mehr noch in die Details. Wie gesagt, diese Schiffe werden sehr gerne von FCs mitgenommen. Wichtig ist allerdings, dass ihr sie beherrschen solltet. Also zumindest schon mal geflogen habt. Muss jetzt nicht unbedingt im PvP gewesen sein. Fliegt notfalls damit in den Belt, spielt ein bisschen rum, kriegt die Reichweiten raus. Und solltet ihr den Webber fliegen, dass ihr euch klar ist, es muss erst ein Punkt drauf sein, bevor ihr damit eurem Web anfangt zu hantieren. Ansonsten sorgt ihr ganz schnell für einen furchtbar sauren FC. Ist jedem klar, warum? Dann holst du Noxa. Gut, scheint allen soweit klar zu sein. Gut. Heavy Assault Cruiser. Nein! Haha, so. Hab's öfter gesehen, dass die Rapier als Entose-Schiff benutzt wird. Wieso? Wegen Cloak? Wegen Cloak und wegen, wieder wegen Wendigkeit, ne? Das Ding ist unglaublich wendig. Sie ist von den Recon-Ships mit am schnellsten im Warp. Und wie gesagt, kann gecloakt warpen. Das heißt, man bemerkt erst, dass sie da ist, wenn sie sich praktisch daneben die cloakt und anfängt loszulegen. So, nein. Folgendes. Das ist jetzt ein bisschen sehr trockene Spielmechanik, aber ich erkläre das immer wieder gerne. Ein Schiff in Eve geht nicht in den Warp, wenn es aufs Ziel, wenn es mit der Nase zum Ziel zeigt. Das ist ein Fehlschluss. Ein Schiff alignt sich immer automatisch mit der Nase zum Ziel. Es geht aber nicht dann in den Warp, wenn es mit der Nase zum Ziel zeigt, sondern wenn es 3/4 seiner Höchstgeschwindigkeit erreicht hat. Das heißt, ich klicke auf Warp. Genau, dann kann ich schnell rauswarpen. Ich klicke auf Warp, mein Schiff alignt sich und dabei baut sich die Höchstgeschwindigkeit langsam auf. Und meistens passt es relativ genau, dass ich die Nase aufs Ziel ausgerichtet habe und meine Höchstgeschwindigkeit zu 75% erreicht habe und das Schiff geht in den Warp. Jetzt nehmen wir aber an, ich warpe. Und ich habe eine Höchstgeschwindigkeit, sagen wir mal, von 100 Metern. Und meine Geschwindigkeit baut sich langsam auf, während ich mich ausrichte. Und jetzt knallt mir jemand zwei Webs auf den Kopf, die jeweils 60% meiner Höchstgeschwindigkeit fressen. Dann habe ich mit dem ersten Web schon nur noch eine Höchstgeschwindigkeit von 40 Metern. Und mit dem zweiten habe ich dann noch eine von knapp unter 20. So, also ich richte mich aus, ich erreiche meine 10 Meter pro Sekunde. Ich bin noch nicht gewebt, ich erreiche meine 10 Meter. Am Anfang steigt das ja noch sehr schnell. Dann erreiche ich meine 20 und denke so, oha, jetzt habe ich ungefähr ein Drittel bis zur Warp-Geschwindigkeit erreicht und in dem Moment treffen mich diese beiden Webs und ich gehe instant in den Warp. Weil in dem Moment meine Höchstgeschwindigkeit so runtergesetzt wird, dass der Balken praktisch auf 100% steht und das Spiel sagt, okay, das sind über 75% und go. Auf diese Art und Weise kann man Frachter zum Beispiel auch rückwärts in den Warp jagen. Habe ich schon gemacht, sieht klasse aus. Frachter, die rückwärts warpen. Die müssen nämlich nur auf Warp klicken, auf 8 Meter oder 12 Meter pro Sekunde beschleunigt haben. Das haben die sehr schnell. Und dann knallst du drei Webs drauf und die Dinger gehen in Warp. Egal, ob sie ausgerichtet sind, optisch oder nicht. Hauptsache 75% Geschwindigkeit. Beziehungsweise 75% der aktuellen Höchstgeschwindigkeit, die ein Schiff erreichen kann. Und die wird ja eben durch den Web herabgesetzt. Das ist ein bisschen konfus. Wir können da gerne bestimmt mal irgendwie mit dem Neo was ansetzen, einen kurzen Termin, dass wir das mal vorführen. Gut, tipptopp, das heißt, du hast es verstanden. Super. Assault Cruiser. Erstmal möchte ich an dieser Stelle sagen, CCP, was habt ihr meiner Rupture und meiner... Was ist das? Schämt euch. So, Assault Cruiser sind ähnlich wie Assault Frigates.
Also verhalten sich Assault Cruiser verhalten sich zu Kreuzern wie Assault Frigates zu Fregatten. Sie sind sehr viel kampfstärker und sehr viel mehr in der Lage einzustecken. Ich mache hier mal einen direkten Vergleich auf. Am besten jetzt tatsächlich mal mit dem Vergleichsfenster. Und wenn wir uns jetzt hier mal die Resistenzen angucken. Ja, doch, Resistenzen. Oh, das wird aber viel. Mal gucken, ob wir das alles ankriegen. Das bezweifle ich fast. Ja, doch, so. Und zwar die Resistenzen anschauen. Und auch die EHP seht ihr. Sie haben grundsätzlich erstmal schon mal mehr Raw-HP als die T1-Varianten. Und gerade auf den entsprechenden Leerstellen. Ja, also auf dem Armor, EM und so, haben sie sehr viel höhere Resistenzen. Richtig schön sehen kann man das hier. Ein Schiff mit 75% EM-Resistenz auf dem Schild. Das ist brutal. Das ist wirklich brutal hoch. Da haben die normalerweise wirklich Löcher. 0, 30, wenn es hochkommt. Das ist wirklich schon brutal. Da kannst du auch die Kinetik, das Kinetikloch vergessen. Das kriegst du geschlossen. Das ist wirklich brutal. Weiterhin, wie gesagt, diesen wunderschönen Bonus, wir haben es gerade offen, auf die Waffen und auch hier wieder die Signaturreduktion beim Micro-Warp Drive. Heißt, mit eingeschaltetem MWD, hallo NSO DSI, mit eingeschaltetem MWD trotzdem nicht so leicht zu treffen, wie sie ursprünglich gewesen wären. Dauern länger aufzuschalten, haben also mehr Zeit anzugreifen. Das Ganze mag hier bei der Munde noch relativ human sein. Spätestens beim Drachen, nämlich bei der, Vagabond, sieht das Ganze wieder anders aus. Drache übrigens, naja, muss ich da noch viel zu sagen. Die ist wirklich zum Schnellangreifen ausgelegt und hat einen extremen Bonus noch auf den Shieldboost. Wie gesagt, auch die hat wieder sehr, sehr hohe Resistenzen und hat nochmal ausgeskillt. Ich gehe immer von ausgeskillt aus. 37,5% mehr Schildboost pro Cycle mit der reduzierten MWD-Signatur. Und einer sowieso schon sehr, sehr hohen Ausgangsgeschwindigkeit. Ich kann das gerne zum Beispiel mal mit der Kaldari-Version vergleichen hier. Das sind 220. Das sind 295. Und Kaldari sind, soweit ich weiß, schon die zweitschnellsten. Die Daimos liegt bei 230. Gut, die ist noch eine Ecke schneller als die Kaldari. Waren die Kaldari ganz die langsamsten? Dann habe ich es verbaselt. Ne, Amar sind hier die langsamsten. Ja, also fast 50% schneller, erstmal schon mal grundsätzlich, als die langsamste Konkurrenzvariante. Und das Ganze dann noch mit einer sehr, sehr hohen Wendigkeit kombiniert. Wie gesagt, Minmatar sind längst nicht so tanky wie Galente, Kaldari und Amar. Sie haben nicht den schönen Munitionssparvorteil der Amar. Sie können sich nicht jede Schadensart aussuchen wie die Kaldari. Und sie können nicht so wunderbar noch über Drohnen operieren wie die Galente. Aber sie haben eigentlich immer irgendwo die Wahl zwischen Schild und Armor. Und sie sind sehr wendig. Ja, diese Wendigkeit kommt natürlich auf Kosten von irgendetwas. Und das ist in dem Fall leider halt die EHP. Macht aber nicht viel. Da haben die Minmatar sich einen tollen Trick ausgedacht. Der Trick heißt, was soll ich dich lange tanken, wenn ich dich kaputt geschossen habe, bevor du mir ernsthaft Schaden machen kannst. Ja, die sogenannte In-Your-Face-Methode. Funktioniert ausgezeichnet. So, jetzt der Heavy Interdiction Cruiser, in diesem Fall die Broadsword. Die Broadsword kann ich euch einmal gerne zeigen, weil da auch gleich wieder die Frage kommen wird, warum die so gerne verwendet wird. Das ist er. Die Broadsword ist ein Heavy Interdiktor. Das bedeutet, sie kann ein Modul fitten, das nennt sich Warp Disruption Field Generator. Dieses Modul ermöglicht es, eine Warp-Störblase um das Schiff herum aufzuspannen, die dieses Schiff auch mit sich herumträgt. Das wäre hier ohne Modul, ohne Skript. 24 Kilometer Radius hat diese Blase, da warpt nichts drin. Oder aber, und jetzt kommt das Schöne, sie hat die Möglichkeit, diese Blase durch ein Skript in einen Strahl umzuformen. Es gibt mir eine kurze Sekunde. Dich nicht. Zack. Dieser Strahl kann dann entweder wie ein Warp Scrambler funktionieren, also Micro Warp Drive, Micro Jump Drive und so weiter deaktivieren und kommt dann gut geskillt. Ich glaube, ich bin noch nicht voll ausgeskillt, 19 Kilometer weit.
oder aber in einen Warp Disruptor, das heißt wirklich nur einen Warp-Störpunkt, MWD und so weiter weiterhin einsetzbar, dann sind das 36 Kilometer, die dieser Punkt reicht. Das Schöne ist, beide dieser Punkte, habe ich gerade gesagt, einen Warp-Störpunkt, das ist natürlich Schwachsinn. MWD ist weiterhin einsetzbar, aber man hat unendlich viele Warp-Störpunkte. Das heißt, egal in welchem Schiff man sitzt, und sei es ein Titan mit seinen zigtausend Warp-Stabilitätsfaktor-Punkten, einen so einen Punkt, so einen fokussierten Punkt von einem Heavy Interdictor drauf und du stehst. Nicht nur das, du stehst nicht nur, sondern, und das ist ein Punkt, den zum Beispiel auch wenige Leute wissen, wenn du in einem Capital Ship sitzt, Moment, jetzt muss ich es kurz gucken. Hier stand es nicht. Wo stand es denn? Stand es in dem nicht geskripteten? Kann auch sein, dass es im nicht geskripteten steht. Da! Wenn dieses Modul auf jemanden angewendet wird, ja, vor allen Dingen auf Capital-Schiffe, dann können die auch nicht durch Stargates springen. Ja? Ausnahme Jump Freighter, Freighter und Orcas. Andere Capital-Schiffe können nicht durch ein Stargate springen, wenn sie diesen Punkt drauf haben. Da das tatsächlich auch einige FCs nicht wissen, sind dadurch tatsächlich schon Situationen entstanden wie, warum lasst ihr mich hier zurück? Ich kann nicht springen. Wieso kann ich nicht springen? Die Flotte war schon durchs Gate und weg. Und der Carrier saß fest. Ist alles passiert? Passiert eben aufgrund dieser Einstellung. Die müsst ihr kennen, wenn ihr diese Schiffe benutzen wollt. Denn ihr müsst immer damit rechnen, der Gegner weiß es gegebenenfalls nicht. Ihr seht, Neo ist auch überrascht, das wusste er bisher auch nicht. Und es ist mir häufiger passiert, dass Leute dieses kleine Quäntchen Informationen nicht haben. Und das kann sehr entscheidend sein. So. Zur Frage, warum setzt man diese Dinger ein? Ich habe normalerweise das Teil Faction gefittet, das habe ich hier jetzt nicht. Wenn ihr nochmal schaut, ich habe hier meine Module laufen, ich habe meine beiden Infofelder an, ich habe meine MWD von mir aus sogar an, der ist aber im Allgemeinen aus. Ich habe 130.000 EHP. Das ist für einen Kreuzer schon mal extrem. Was ich aber auch habe, ist, ich habe 60 HP pro Sekunde Schildwiederaufladung. Hätte ich meinen Faction-Kram drin, der zieht sich hier komplett rum, beziehungsweise ich müsste sie ja eigentlich sogar hier haben. Ich habe die jetzt halt letztens aus dem 0-0 alle hochgebracht und da habe ich sehr viel ausgebaut, was ich nicht mehr brauchte. Gucken wir mal eben. Da ist sie ja. So. Dann sieht das anders aus mit der HP-Wiederaufladung. So, das ist 185 HP. Das ist ungefähr. Ich glaube, das ist ungefähr ein X-Large Shield Booster, der da dauernd läuft. Von der Wiederaufladung. Ich kann es nicht genau sagen. Wir können mal eben nachschauen. Habe ich irgendwo einen X-Large Shield Booster drauf? Ja, hier bestimmt. So, natürlich ohne den Amplifier. Na gut, dann ist es ein... Achso. Gut, zählt nicht. Also ich würde sagen, es ist auf jeden Fall ein Large Shield Booster, der dauernd läuft, ohne mir Cap zu verbrauchen. Und passive Schildwiederaufladung steigert sich. Die passive Schildwiederaufladung steigert sich, je tiefer das Schild fällt, bis zu einem Maximum von, bei 33% Schild. Da erreicht sie wirklich ihre höchste Wiederaufladung und dann müsste ich hier nämlich auch knapp bei 240 HP pro Sekunde ankommen, die ich passiv gegentanke, dass bei diesen Resistenzen, das ist wirklich nicht leicht, so ein Ding kaputt zu ballern. So, und das ist eben jetzt der Grund, warum die Kaldari und die Minmata-Versionen dieser Schiffe 90%ig eingesetzt werden. Eine passive Armor-Wiederaufladung existiert nicht. Da haben die Galente-Schiffe, also die Phobos zum Beispiel, und die Amar-Version, das ist die... Ihr seht, wie selten sie benutzt wird. Das ist die... Ja, Devoter. Jetzt habe ich es, danke. Die Devoter... Die haben diese Vorteile nicht. Die haben ähnlich wie alle anderen Schiffe dieser Art auch einen Bonus auf ihre Resistenzen, aber eben Armor hat keine passive Wiederaufladung. Also werdet ihr diesen Dingern wirklich nur sehr selten begegnen. In Armor-Doktrinen macht natürlich machen Schild-Hicks keinen Sinn, deshalb werdet ihr da gegebenenfalls diesen Armor-Versionen begegnen. Aber im Small-Scale-PvP, das inzwischen oft wieder auch auf Schild ausgelegt ist, werdet ihr das wirklich selten haben. Wenn ihr auf einen Heavy Interdictor skillen wollt, Skilled Broadsword oder die Kaldari-Variante, die Golem ist es nicht, ich vergesse, ich komme da immer durcheinander, das ist auch so eine mythische Gestalt, die, boah, gerade hatte ich es noch, ne? Ich habe nur gesagt, nicht die,
Da habe ich nur noch gedacht. Die. Ja, diese zusätzlichen Animationen, die können das Ding doch einfach mal gleich einbinden. Die Onyx. Ja. Damit werdet ihr in Flotten relativ sicher einen Platz finden. Solange ihr nachweisen könnt, oder zumindest glaubhaft sagen könnt, ich weiß, was ich tue. Da können, wie gesagt, auch sehr große Fehler passieren. Bestes Beispiel, ihr macht so eine Bubble auf, damit habt ihr einen Waffencounter von einer Minute. Dann sagt euer FC, kurz nachdem ihr die Bubble aufgemacht habt, alles jumpt durchs Gate. Es springt alles bis auf ihr. Ihr habt mindestens eine Minute, in der ihr gar nichts tut. Außer da stehen und Schiss haben. Na, da bitte immer dran denken, Bubbler haben mit die höchste Verantwortung in Flotten. Logistics haben auch eine wahnsinnig große Verantwortung, aber Logistics können längst nicht so viel mit einem falschen Knopfdruck verkacken wie ein Bubbler. Vor allem, wenn Titanen oder Capital Ships mit in der Flotte sind, die Typen können euch danach den persönlichen Dschihad erklären, wenn ihr im falschen Moment den Knopf drückt. Da habt ihr echt Probleme. Also von daher, überlegt es euch gut, aber gute Heavy Interdictor Piloten sind Gold wert. Pures Gold. Im 0-0. Im Low-Sec nicht ganz so viel, im High-Sec auch nicht ganz so viel, aber man kann sie, wie gesagt, auch im High-Sec schön verwenden. Eben mit diesen Fokuspunkten, die darf man auch im High-Sec verwenden, die Bubbles ja nicht. Da kann man richtig Spaß mit haben. Also so ein Fokuspunkt, da kann man echt Leute mit in den Wahnsinn treiben. So, zurück zu unserem Schiffsbaum. Logistics-Cruiser. Ja, das Äquivalent eben hier zu unseren Logistik-Fregatten. Sehr viel leistungsstärker. Sind die am häufigsten eingesetzten Logistikschiffe in Flotten, die jetzt nicht gerade capital-sized sind. Und bilden im Prinzip das Rückgrat einer jeden Kampfflotte. Ohne einen Logistik ist schlecht PvP machen, vor allen Dingen im etwas größeren Format. Man braucht immer ein paar, die reparieren. Und am besten auch im Verbund, die dann zusammenarbeiten können. Der Carrier hat in den Tontraumschießmodus gewechselt. Lass die Hunde los. Schwupps, kam nicht weiter. Was? Ja. Genau, Neo. Böse, böse. Anfänger, du. So. Also. Die Dinger, wie ihr seht, haben Remote Tracking Computer Boni und halt Reparatur. Irgendeine Art von Reparatur haben die alle, entweder Schild oder Armor. Achtung, es gibt keine Logistik für Struktur. Und meistens haben sie einen weiteren Bonus, eben wie Remote Tracking Computer oder Cap Transfer, den sie benutzen können. Diese Dinger sind aufgrund ihrer Boni sehr schön zu fitten. Ich muss jetzt gerade mal gucken, ob ich in letzter Zeit da was angelegt habe, aber dass ihr da mal einmal ein Beispiel kriegt. Nee, habe ich gar nichts gefunden. Gar keine. Juhu. Wir sind durchaus in der Lage, 3 oder 4 Large Schildbooster zum Beispiel, die Skimitar hier jetzt, parallel online zu kriegen und auch laufen zu lassen, ohne dass denen die Cap ausgeht. Es gibt auch Kaldari-Versionen, die kriegen 5 davon, wenn sie in einer gewissen Anzahl da sind, stabil laufen und spenden sich gegenseitig Cap, um das Ganze laufen zu lassen. Aber ein Kreuzer, der mal eben den Effekt von 5 Large Shield Boostern oder 4 Large Shield Boostern auf jemanden projizieren kann, das ist Wahnsinn. Und wenn man davon 10 oder so in der Flotte dabei hat, die aus 60 Schiffen besteht, dann ist das wirklich ein Tank, der da mitgeführt wird, der nicht zu verachten ist. Aber auch Logistikpiloten, wie gesagt, müssen erfahren sein und haben eine sehr große Verantwortung. Bevor wir jetzt zum sehr verwirrenden Thema der Strategic Cruiser kommen und danach würde ich sagen, auch mal eine kurze Pause machen. Eben der Punkt, habt ihr bis hierhin eine Frage? Strategic Cruiser können sehr verwirrend sein, deshalb möchte ich vorher alle Fragen geklärt haben. Sonst habt ihr nachher das Problem, dass sich euch hier dann gleich eine neue Frage stellt und dann fällt die alte weg und wird nie beantwortet, bis ihr sie irgendwann schmerzhaft selber lernt. Die Antwort. Genau, ein Logi für 5 bis 10 DPS ist eine vollkommen akzeptable Ratio. Rechnet allerdings nicht damit, immer auf diese Regel zu treffen. Das ist immer das, was sich jeder FC wünscht.
Meistens fliegt man dann los mit 30 DPS und 2 Logis und sagt sich, komm, scheiß drauf, wir platzen eh. Logi ist aber halt auch eine sehr undankbare Aufgabe oftmals. Gerade für diese Leute, die auf Killmails aus sind, weil du kommst mit dem Logi einfach nicht auf Killmails. Und wenn überhaupt, dann weil du eine Scheiße gebaut hast, irgendwie auf die Killmail von den eigenen Leuten. Aber auf Feindeskillmails kommst du damit nicht drauf. Ich kenne einen wirklich, wirklich, wirklich sehr exzellenten Logi-Piloten, der, also ich habe noch nie einen besseren Logi-Piloten gesehen. Und dieser Typ wird tatsächlich teilweise vom großen Korps abgelehnt, wenn er sich da bewirbt, weil das heißt, du hast ja auf dem Killboard nichts vorzuweisen. Immer nur Losses. Ja, klar, wenn der immer sagt, okay, ich mache den Logi-Arsch, muss ja wieder jemand machen. Ne? Das ist das typische Problem eines Logistikpiloten. Man wird nirgendwo genommen, weil man halt auf dem Killboard nichts stehen hat, sondern nur Losses. Klar. Aber wenn man dann sagt, ja, was habe ich denn da verloren? Ja, Logistik, das kannst du also auch nicht. Die Dinger verhetzt du also auch noch. Ja gut, wenn man in jedem 10. Einsatz in Logistik verhagelt, fliegt aber 50 Einsätze in einem Monat, dann hat man 5 Losses da auf dem Killboard und keinen Abschuss. Sieht nicht gut aus. Drohnen als Support, ja, die Drohnen hast du meistens im Logi eben auch als Rep-Drohnen dabei. Ganz oft macht man es zum Beispiel so, man hat 4 Logis, die kriegen dann jeweils einen Cap-Buddy oder einen Drone-Bunny und dann schmeißen die, sobald es ins Gefecht geht, die Drohnen raus, die Reparaturdrohnen, und hetzen den jeweils auf ihren Buddy, die Drohnen, dass der schon mal so eine Grundreparatur hat, das Gegenüber. Wen auch immer du gefunden hast, ich kenne den nicht. Ich kenne ihn mal mit einem ähnlichen Namen, aber so mit I kenne ich nicht. So. Gut. Dann kommen wir zu den strategischen Kreuzern. Strategische Kreuzer sind die Schiffe in EVE, die niemals ein festes Aussehen haben. Wie ich gerade schon gesagt habe, wir sind hier bei T3, das sind also wieder generalisierte Schiffe. Heißt, wir machen das mal auf. So, man könnte jetzt sagen, das ist eine Loki. Guckt sie euch gut an. Oder das ist eine Loki. Oder das ist eine Loki. Es sind alles Lokis. Lokis benutzen sogenannte Subsysteme, und zwar Defensiv, Offensiv, Propulsion und Core System. Das waren bis vor ein paar Monaten waren das noch 5 Systeme, die du hattest, jetzt hat man nur noch 4. Und diese Systeme bestimmen über das Slot-Layout und die Boni dieser Schiffe. Und sind auch im All so ohne weiteres nicht auswechselbar. Man kann sie auswechseln im All, aber nicht mal so hier wie beim Tactical Destroyer, kleiner Knopfdruck und die Sache ist gegessen. So, das habe ich gerade gelesen, dieses Handy, Mensch, Silence. Und ich dachte schon, oh scheiße, ich habe mein Handy doch extra im Schlafzimmer liegen lassen. Wieso bimmelt das? Wieso stört das jetzt das Mikro? Nein, es liegt doch im Schlafzimmer. Du meintest dein Auto korrekt. Wen haben wir denn da? Miradi. Kenne ich auch irgendwoher. Nadi? Nein. So. Kommen wir zurück zu unserem Strategic Cruiser. Eines der wichtigsten und am häufigsten verwendeten Module ist das Covered Reconfiguration. Dieses Subsystem draufzuschrauben, macht das ganze Ding oder verpasst dem ganzen Ding die Fähigkeit, gecloaked zu warpen. Gerade in Zusammenarbeit mit dem Interdiction Nullifier, und die können wir zusammen draufpacken. Das sieht dann in der Kombination so aus. Interdiction Nullifier heißt, du kannst nicht mehr von Bubbles aufgehalten werden. Heißt im Prinzip, du bist so gut wie nicht zu fangen. Du cloakst dich direkt nach dem, also Rechtsklick, Warp, Cloak drücken. Du bist, was weiß ich, 0,2 Sekunden aufschaltbar. Ein Server-Tick sind 0,5 Sekunden. Wenn du unter dieser Zeit schon nicht mehr aufschaltbar bist, kann dich auch keiner kriegen. Und eine vorher geschmissene Bubble kann dir auch nichts, also gehst du in den Warp. Wenn ihr jemals euch durchs 0-0 bewegen müsst oder durch ein gefährliches Low-Sack, ist auf jeden Fall ein Covered Reconfiguration und am besten auch ein Interdiction Nullifier auf so ein Ding zu empfehlen. Damit kann man auch größere Frachten transportieren als mit dem Interceptor und das Ganze relativ sicher. Die kriegt man nämlich auch relativ bissfest. Auch wenn man damit mal eine Smartbomb-Falle rauscht, vor allen Dingen, wenn man fleißig seinen D-Scan spammt und sieht, da kommt eine Smartbomb-Falle und seine Resis einschaltet, Cloak runter, Resis an, passiert gar nichts. Gibt halt ein paar Beulen im Schild oder in der Armor. Aber platzen tut man da im Allgemeinen nicht. Es sei denn, man rauscht wirklich
in so ein Rooks and Kings Pipebombing-Finale rein. Da hat man dann eh die Arschkarte gezogen. So verpeilt wie ihr und ihr. Ja, entschuldigt, Jungs. Ich kann nichts dafür. So. Jungs und Mädels. So. Weiterhin gibt es natürlich auch verschiedene Offensivsysteme. Wie wir es hier zum Beispiel teilweise haben für Projektil oder für Raketenwerfer. Ja, beides wahlweise. Oder ein Support-Prozessor, womit das Ding dann sehr gut boosten kann. Eben über diese Command-Module. Armored-Command, Shield-Command und Skirmish Command, also sogar drei, die er vernünftig benutzen kann. Und hier andere Systeme, Immobility Drivers zum Beispiel, um wieder mal einen Boni auf den Warp des Stasis Verifier zu kriegen. Entschuldigt, ihr seht, ich brauche eine Pause, ich muss dringend was trinken. Also die Dinger sind absolut modular. Das wirklich Schöne bei den Teilen ist, dass man Rigs runternehmen kann. Ein auf ein solches Schiff installiertes Rig kann jederzeit wieder runtergenommen werden, ohne dabei kaputt zu gehen. Die Teile haben dafür sogar einen speziellen Hangar. Jetzt muss ich mal gerade gucken. Ja, stehe ich ein da. Wenn wir uns das hier angucken, zack, da ist sie. Wir haben ein Subsystem Bay. Ach ja, ein Subsystem Bay haben wir, genau, kein Rig Bay. Subsystem Bay. Und da können wir verschiedene Subsysteme auch noch mitnehmen. Also mal gerade gucken, ob ich hier was habe, was hierfür ist. Loki, hier da. Und die können wir dann entweder an einem Mobile Depot oder aber an einer an einem Capital Ship oder einem Schiff mit einer Ausrüstungsservice oder halt hier in der Station einfach austauschen, diese Subsysteme. Zack. Dann verändert sich unser Slot Layout. Dementsprechend werden gegebenenfalls Module entfernt. Das können wir aber auch relativ problemlos wieder zurücktauschen. Sollten wir können, zack. Und dann haben wir unser altes Slot-Layout wieder. Und dann können wir uns natürlich die Module, die es uns runtergeschmissen hat, auch wieder installieren. Ja, das heißt, diese Dinger, nur weil jemand, was weiß ich, in eure 00-Pocket reingekommen ist und der Interdiction nullified war, also nicht von Bubbles gecatcht werden konnte und Covered Reconfiguration-Modul drauf hatte, halt sich cloaken und wegwarpen konnte und dann 5 Minuten irgendwo im All war, heißt das nicht, dass der zwangsläufig auch noch diese Fähigkeiten hat. Der kann die gewechselt haben und im Idealfall oder im absoluten Pechfall wird er das getan haben. Rechnet da also bei diesen Schiffen mit. Diese Schiffe sind ultra vielseitig, sie stecken im Allgemeinen absolut wahnsinnig viel ein. Ich habe hier eine Proteus, ich weiß nicht, ist sie gerade gefittet? Lass sie bitte gefittet sein. Ja, ist sie. Wenn wir hier jetzt in die Simulation gehen, seht ihr, die steckt ziemlich viel ein und die könnte noch deutlich mehr einstecken. Es gibt welche mit weit über 150.000 EHP. Unterschätzt diese Dinger nicht. Ja, es sind Kreuzer, aber die können für Kreuzer absolut brutalen Schaden raushauen und die können vor allen Dingen richtig satt einstecken. Ihr wisst halt nie, was sie wirklich können. Es sei denn, ihr gehört zu den paar Spezialisten, von denen ich vor dem Rebalance einen einzigen gekannt habe. Der, wenn so ein Ding irgendwo lang fliegt, da kurz einmal oben aufs Auge klickte, dass er einen Blick drauf kriegt, einen Screenshot draufhaut, zack, sich dann feuchtfröhlich später das Screenshot anguckt und sagt, okay, der hat das und das und das Subsystem drauf. Damit hat er XY so und so Slots und so und so Slots, der das aber auch wirklich aus dem Kopf konnte. Der musste sich das nur angucken. Das ist pervers. Ich meine, seht euch an, wie viele Variationen es gibt. Dann gibt es auch noch verschiedene Schiffe. Je nach Rasse. Und die sehen dann nochmal komplett unterschiedlich aus. Also wenn wir das zum Beispiel hier mal beim Amar-Äquivalent versuchen. Da lässt sich also nicht sagen, was weiß ich, das ist typisch da und dafür. Sondern wenn wir hier zum Beispiel jetzt Covered Reconfiguration mal rausnehmen, seht ihr, es ändert sich die ganze Nase. Und zwar drastisch. Die Rigs heißen teilweise noch komplett anders. Es ist echt, das war eine hohe Kunst, das zu können. Und wenn ihr das nicht könnt und ihr habt keinen Chipscanner dabei, dann müsst ihr wirklich damit rechnen, dass der eine ganze Menge kann. Oftmals kann man es dann irgendwann ausschließen, wenn man merkt, okay, er kann sich Covered cloaken, dann kann er schon mal das, die beiden anderen Module für diesen Slot nicht drauf haben. Aber bitte, bitte, bitte glaubt nicht, weil er es jetzt vor 10 Minuten nicht hatte, wenn ihr inzwischendurch mal 5 Minuten aus den Augen verloren habt, dass der nicht umgefittet haben kann. Das ist ein Trugschluss und oftmals ein tödlicher Trugschluss. Bis hierhin
Jetzt benötige ich 10 Minuten Dampfpause, und um ein bisschen was zu trinken und wieder zu Atem zu kommen. Und dann machen wir weiter mit Battlecruisern und größer. Es sei denn, jetzt sind akut zu den strategischen Kreuzern noch Fragen, dann beantworte ich die jetzt noch, dass wir gleich dann mit einem sauberen Anfang weitermachen können. Solltet ihr ansonsten mit mir quatschen wollen, in diesen 10 Minuten Pausen werde ich jetzt gleich im TS auch ansprechbar sein. Gut, es scheinen keine Fragen zu sein. Dann schicke ich euch jetzt in die Pausenanimation und wir sehen uns in etwa 10 Minuten wieder. Bis später. Ich hoffe übrigens, in der Pausenanimation kommt Musik, ansonsten habt ihr nur so einen blöden Bildschirm. Irgendwie geht da momentan was schief.
Willkommen zurück. Zuallererst mal, jetzt gerade, wo ich ein paar Sekunden Zeit hatte, nachzudenken. Meradi und Noxeror, das sind der Fabian und die Nicole, wenn ich mich nicht ganz irre. Liebe Grüße. Das nehme ich auch wieder zusammen. So, dann wollen wir mal weiterschauen. Chris und Nicole, entschuldige, ich bin so momentan so durch den Wind. Ach, du bist Fabian. Ah ja, gut, aber ich wusste doch, irgendwo war der Fabian dabei. Das hatte doch vorhin einer, na, die ist Kinder ins Bett bringen. So, bleiben wir beim Thema. Entschuldigt bitte, wie gesagt, das sind viele Namen und viele Aktionen gerade. Zurück zu unserem Interbus Ship Identification System. Fuck you, CCP, das heißt immer noch ISIS. So. Oh, zu den Haulern müssen wir gleich noch kommen. Ich weiß gar nicht, ob ich die in meinem letzten Stream zu dem Thema behandelt habe. Da kommen wir gleich auch noch mal zu. Ich wurde gerade schon gefragt, ob dieser Stream gespeichert wird. Ja, alle meine Streams werden erstmal gespeichert. Und 90% davon landen auch auf YouTube. Es gibt auch zu diesem Thema bereits einen auf YouTube.
Da wird auch der hier hinkommen, solange die Noob Fleet sagt, das ist in Ordnung. Wenn die das nicht wollen, werde ich das selbstverständlich nicht tun. Das Ganze hier ist schließlich für die Noob Fleet gedacht, aber da ich die Leute soweit kenne, denke ich, kostenlose, gute Informationen oder brauchbare Informationen, die leicht zugänglich sind. Ich glaube, das ist genau das, was sie befürworten würden. Von daher denke ich, wird das Ganze auf jeden Fall auch auf YouTube gespeichert in meinem dementsprechenden Kanal. Den kann ich euch hier gerne einmal posten. Es dauert noch eine Sekunde. Weil Twitch das Ganze leider nicht unbegrenzt lange speichert. Das ist schade, aber das tun sie nicht. Von daher muss ich das irgendwann dann immer auf YouTube übertragen. Und es ist mir halt leider schon bei einem Video passiert, dass ich einfach die Frist verpasst habe. Ja, das tut mir dann immer furchtbar leid, aber das lässt sich dann nicht ändern. So, hier wäre der YouTube-Kanal der entsprechende. Gut, dann machen wir weiter. Die Noob Fleet will das, das ist gut. So, Battlecruiser. Battlecruiser verhalten sich zu Cruisern anders, als sich Destroyer zu Fregatten verhalten. Aus welchem Grund? Ich habe vorhin gesagt, Destroyer sind relativ leicht zu töten. Ja. Von Fregatten. Ein Battlecruiser, ein Kreuzer, der einen Battlecruiser auseinandernimmt, ist eine seltenere Angelegenheit. Battlecruiser haben im Prinzip die gleichen Fähigkeiten wie Kreuzer. Haben aber, wo haben wir die Signatur? Signatur da, 125, 250. Keine so viel größere, sondern eine doppelt so große Signatur, während das bei Destroyern schon mal, ich glaube, ein Vielfaches sein kann. Na gut, hier in dem Beispiel ist es jetzt ein blödes Beispiel, das ist nämlich nicht so, aber egal. Die sind sehr viel stabiler einfach als ein Kreuzer und können auch noch einiges mehr an Schaden rausfeuern. Jetzt nicht unbedingt immer wirklich mordsmäßig viel mehr. Wenn wir mal gucken, wir haben hier 6 Waffentürme mit einem 5% Damage Bonus und einem 5% Rate of Fire Bonus. Und wir haben hier das Rate of Fire, die gleichen Boni, und haben hier 4 Waffentürme. Das sind 50% mehr Schaden. Das ist zwar eine ganze Ecke mehr, aber bei Destroyern können das locker auch 250% Unterschied sein. Es ist mehr, den sie an Schaden machen im Allgemeinen. Und sie halten auch sehr viel mehr aus. Sie sind einfacher zu fitten, sehr viel angenehmer, weil wir weniger eingeengt sind, was CPU und Power Grid angeht. Werden im PvE für Level 3 Missionen manchmal auch von wirklich erfahrenen Spielern für Level 4 Missionen genutzt. Und können auch in Level 2 Missionen verwendet werden. Ich selber mache es mit meinem Let's Play Charakter inzwischen tatsächlich mit einer Harbinger die Level 2 Missionen. Erstens, weil es schneller geht und zweitens, weil ich im Prinzip schon lieber Level 3 fliegen will. Nur seltsamerweise da mitten im Galenterraum der Level 3 und Level 4 Agent plötzlich Minmata sind. Da muss ich gerade erstmal wieder das Ganze hochschrauben. Auch hier haben wir wieder eine Faction Variante. Diese ist eine ganze Ecke teurer als die normalen Varianten, wie sie das normal ist für Faction. Die Faction Battlecruiser allerdings sind nochmal wirklich eine ganze Ecke stärker, als es äquivalent bei den Kreuzern und Faction-Kreuzern der Fall wäre. Das kann ich dir gerne auch nochmal kurz zeigen. Ich soll mir ja ein bisschen Zeit lassen, dann machen wir es auch ausführlich. Wir nehmen mal hier die Slime hier raus und gucken hier einfach mal pur auf die Hitpoints. Die Resistenzen sind gleich, zumindest soweit ich weiß. Ja, die Resistenzen, also sind keine Tier-2-Resistenzen drauf oder so. Das unterscheidet sich nicht großartig. Allerdings, wenn wir uns jetzt die Hitpoints halt, wie gesagt, angucken, werdet ihr sehen, dass wir da, wo ist die Struktur? Struktur-Hitpoints schon einige Unterschiede haben. Und vor allen Dingen, wenn wir uns die Fitting-Sachen angucken, also CPU und Power Grid. Ja, ihr seht, die Faction-Variante hat sowohl mehr CPU als auch mehr Power Grid. Und eine ganze Menge mehr EHP. Und zwar wirklich eine ganze Menge mehr. Und auch noch vom Slot-Layout sehr viel großzügiger ausgelegt. Wir haben hier 8 High-Slots, eine weitere Möglichkeit, uns da auszurüsten. Wir haben außerdem, ja genau, wir haben die gleiche Anzahl an Turret Hardpoints. Also wir haben einen weiteren Utility-Slot. Das Geld ist im Allgemeinen gut investiert. Also das ist schon eine ganze Ecke mehr, was da kommt. An Sicherheit wie an Komfort. Von daher solltet ihr jemals vor der Wahl stehen, zu sagen, okay, nehme ich jetzt die
Fleet-Version oder die normale und ihr nicht dabei wirklich ganz peinlich genau auf den Geldbeutel achten müsst, nehmt auf jeden Fall in so einem Fall die Faction-Variante. Da fahrt ihr echt gut mit, gerade fürs PvE. Im PvP haltet ihr euch bitte an eure Doktrinen. Da möchte ich euch nicht reinreden. Und vor allen Dingen euren FCs nicht. Die denken sich nämlich was dabei. So, und dann gibt es auch hier natürlich wieder spezialisierte Versionen. Unsere T2. Das sind einmal die Sleipnir und einmal die Claymore. Na, da. Beides Command Ships. Da gibt es keine speziellen Versionen, wie gerade hier drüben bei den Rickenships. Allerdings gibt es geringfügige Unterschiede, was die Ausrüstung angeht. Beide können diese Command Burst Module verwenden. Beide haben auch in diesem Fall zum Beispiel einen Bonus auf Schild Boost. Aber der eine, wie ihr seht, ist wirklich pur Turm. Der andere ist pur Rakete. Wie gesagt, wir werden gleich noch so ein Schiff sehen, das pur auf Rakete ausgelegt ist. Damit zwar eigentlich die Cyclone gemeint. Aber auch die Claymore als ihre T2-Version ist wirklich pur auf Rakete. Das ist ein bisschen ungewöhnlich für Minmatar. Da gibt es ganz wenige Schiffe, die da wirklich festgelegt sind. Die sollte man dann aber auch dementsprechend benutzen. Drag und Drag Navy ist schon ein dicker Unterschied. Ja, sagte ich ja. Bei den Battlecruisern sind diese Unterschiede wirklich brutal. Also das kann wirklich bis zu 70% mehr Leistung gehen. Wie gesagt, ich habe vorhin diese Command Burst schon mal kurz erklärt. Sagen die jemandem nichts, obwohl vielleicht guckt sich jemand auf YouTube an. Also so ein Command Burst ist folgendes. Man hat ein Modul auf seinem Schiff installiert, das aktiviert man und das feuert dann eine sogenannte Command Burst Charge ab. Und die detoniert in so einer Kugel um einen herum. Wie groß diese Kugel ist, hängt von den Skills ab. Ihr seht hier, kann man zum Beispiel die Range noch mit Boost, wird die Boost erhöht. Hier wird auch noch die Zeit erhöht. Und was diese Ladung macht, ist, alle freundlichen Flottenmitglieder, die innerhalb dieser Kugel sich befinden, wenn die Ladung hochgeht, die kriegen für einen bestimmten Zeitraum einen gewissen Boost. Je nachdem, welche Ladung, je nachdem, welches Command-Link drauf ist. Das ist unterschiedliche, zum Beispiel, du verbrauchst weniger Cap, wenn du deinen Schildbooster anschmeißt. Oder deine Schildresistenzen werden grundsätzlich erhöht. Das kann man wirklich sehr schön kombinieren. Also auf diese Schiffe kriegt man bis zu 6 dieser Dinger drauf. Ich muss mal gerade gucken, ob ich die Gladio schon wieder auf Waffe umgefittet habe. Oder ob sie noch auf Boost. Ja, sie ist auf Boost gefittet. Aber der Charakter hier kann die T2-Dinger nicht. Aber ihr seht, innerhalb von 47 Kilometern. Simulieren bringt mir auch nicht viel. Doch, das geht. Ah, guck mal. Innerhalb von 47 Kilometern wird das aktiviert und erhöht dann hier zum Beispiel, verringert den Signaturradius um 8,4% und erhöht die Agility um 8,4%. Andere geben zum Beispiel 16,8% mehr Reichweite für Warp Disruptoren und so weiter. Da sind diese Schiffe sehr schön für geeignet. Mit den passenden Command-Prozessoren können sie, jetzt muss ich überlegen, vier oder sechs. 2 Command Burst Moduls und dann haben wir Platz für 2 weitere, also 4 dieser Module können die benutzen. Oder, jetzt muss ich kurz gucken. Command hatte sich, da hatte sich was geändert. Doch, die Command Prozessoren sind weiterhin nur, ja, also kann das dann 4 benutzen. Es gibt auch Schiffe, die können mehr benutzen, aber 4 ist schon wirklich eine relativ hohe Anzahl. Früher ging 6. Mit einem Command Burst On kann man nicht docken. Gilt das auch bei Gate Jumping? Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Müsste ich ausprobieren, kann ich aber gerade dummerweise nicht. Wenn man einen Waffentimer bekommt, gilt das auch für Gate Jump, ja. Ich nehme an, es wird ein Waffentimer sein, von daher ja, kannst du dann auch nicht. Weiterhin sind Command-Schiffe wirklich sehr, sehr schön zu tanken. Und in einigen speziellen Fällen gibt es ganz berühmte Command-Chips oder ganz berühmte Arten, wie zum Beispiel hier dann das Amar-Command-Chip, die
Damnation und die Absolution, wie ihr seht, haben die große Boni auf Energy Turret bzw. Missiles, können aber auch ganz fies aufgrund einfach von Skills, die viele Armor haben, mit E-War arbeiten, Energy Neutralizer und so weiter. Die kann man wirklich sehr, sehr dick tanken. Also da sind über 150.000 EHP, auch überhaupt gar kein Problem. Seit ein paar Monaten, oder ja, inzwischen glaube ich schon seit über einem Jahr, gibt es halt diese Änderung. Man muss nicht mehr in der Flotte eine gewisse Position haben, um diese Boni abzufeuern, sondern im Prinzip, wenn man so ein paar Command-Chips dabei hat und man ist eng zusammen und jeder feuert, dann kann man auch sämtliche verfügbaren Boni gleichzeitig bekommen. Also praktisch von jeder Rasse alle drei Boni. Oder von jeder Art insgesamt wären das dann 12 dieser Boni, die man bekommen kann. Und das ist schon eine ganze Menge. Das sind wirklich heftige Buffs und ich mache immer wieder mein Chip Identification System zu, weil ich auf dem Schlauch stehe. So. Command Chips hasse ich zu erklären. Das ist immer und dann kann ich sie wieder hier nicht simulieren vernünftig. Okay. Fragen zu Command Schiffen und zu meinem etwas zusammengestotterten Vortrag. Damnation mit Platten fast unkillbar. Auf jeden Fall verdammt schwer zu killen, ja. Gut. Ein kleiner Hinweis hier noch bei den Battlecruisern. Früher waren die Tyrius-Seite, das heißt, es war Tier 1, 2 und 3. Die Tier 3 sind mit dem Inferno-Update dazugekommen, wenn ich mich richtig erinnere. Und das sind jeweils pure Gunships. Das heißt, diese tanken nicht so gut wie ihre beiden anderen Varianten. Jetzt hier in dem Fall zum Beispiel die Tornado oder hier die Oracle. Oder hier bei Kaldari die Naga oder bei Galente die Talos. Aber die können allesamt große Waffen verwenden, also Schlachtschiffwaffen. Und zwar eine Menge. Also wenn ich hier mal gerade die Tornado aufmache und das hier einmal vorführen darf, wir haben hier 8 Large Weapons. 8 ist das Maximale, was es in Ivan Slots gibt. Es gibt ansonsten auch nur ein Minmatar Schlachtschiff, das so ohne weiteres 8 Waffen finden kann. Und das ist die Maelstrom. Und damit haut das Ding wirklich richtig ordentlich raus. Die Tornado wird am häufigsten für Suicide Gangs verwendet. Habe ich sie auch häufiger für verwendet. Das ist ein Schiff, das kostet fürs Ganken gefittet ungefähr 75 Millionen ISK. Und damit kann ich im Prinzip so ziemlich jeden Hauler, der jetzt nicht super hart getankt ist, mit einem Schuss zerblasen. Und dann gibt es so Pappnasen. Oh, jetzt muss ich gerade überlegen. Deshalb nehmt euch bitte vor diesen Dingern in Acht. Dann gibt es solche Pappnasen, die fliegen mit solchen Schiffen durch die Gegend. Da sollte man sich das dann echt zweimal überlegen. Und da, wie gesagt, ist dann eine Tornado für 75 Millionen wirklich kein Opfer. Das für 2,5 Milliarden wirklich Loot schmeißt man das gerne hin. Von daher solltet ihr mit irgendwas Wertvollem in einem Hauler unterwegs sein. Sowieso bitte grundsätzlich niemals mit über 150 Millionen im Cargo im Hauler rumfliegen. Es sei denn, ihr wisst ganz genau, was ihr tut. Solltet ihr es aber doch mal tun und euch nicht gut tanken und ihr seht einen Tornado am Gate, verabschiedet euch von eurem Schiff. Ja, die Anfänger warten vor Stationen, Neovenator, die Profis warten auf den Handelsrouten. Also wie hier in diesem Fall zum Beispiel in Sepala. Sonntags in Sepala schön ans Gate stellen, die haben da eh Stau, du hast jede Menge Zeit, um das alles durchzuscannen. Sepala Perimeter, du hast Zeit. Und dann pickst du dir einen raus. Aber teilweise muss man wirklich Stunden warten. Ja, und das war auch keine gemeine Piraterie, das war allgemeine Belehrung. Ja, die anderen drumherum haben es ja gesehen und nachgedacht und oh gesagt. Mhm. Die haben was gelernt. Also, Battleships. Auch hier haben wir im Prinzip wieder Tiers. Die sind hier ein bisschen falsch angeordnet. Ursprünglich war die Typhoon Tier 1, die Tempest Tier 2, die Maelstrom Tier 3. Auch hier sind die Tier 3er wieder pure Gunships. Das heißt, extrem viele Türme. Und zwar immer Türme. Also auch die Kaldari-Version hat Türme und keine Raketen. Übrigens ein Schiff mit einer unglaublich langen Reichweite. Wenn man das richtig fittet, kann man auf 250 Kilometer effektiv ballern.
Ihr seht hier auch die Abaddon, das ist hier der Tier 3, auch Türme. Auch hier sind es 8. Und bei der Galente ist es die Hyperion, auch hier, oder beziehungsweise hier sind es nur 6. Allerdings dafür entsprechend hochgeboostet. Es waren aber allerdings auch bei der Hyperion mal 8. Daran kann ich mich noch gut erinnern. Die kann allerdings zusätzlich halt noch ganz gut Drohnen spucken. Ne? Hatte ich ja vorhin gesagt, Galente haben da immer so ein bisschen etwas freier. Battleships benutzen, wie ich vorhin schon erwähnt habe, Large-Waffen und Large-Rigs. Das sagt uns das kleine L hier, dass das Large-Module sind. Bei Minmata bitte achtet nicht so sehr darauf, dass da Armor oder Schild dran steht. In den meisten Fällen steht es da einfach so, weil man gesagt hat, passt jetzt besser. Hier, okay, macht es wegen dem Boost-Mount noch Sinn. Aber man kann zum Beispiel auch eine Tempest sehr schön auf Schild fitten. Die Battleships. Die Faction Battleships. Kein ganz so großer Unterschied wie bei den Battlecruisern, aber immer noch merkbarer. Wie ihr seht, auch preislich kommt da einiges drauf. Ne, wir hatten hier 45 Millionen und hier 148, das ist mehr als verdreifacht. Hier verdoppelt es sich knapp. 157, ja, schon ein bisschen mehr. Aber wenn ihr die Möglichkeit habt, es euch zu leisten und ihr fliegt damit Missionen, macht es ruhig. Das ist in jedem Fall wert. Auch hier haben wir wieder mehr Basis-HP. Wir haben, ich glaube sogar bei der Tempest Fleet Issue, zumindest damals, als ich sie benutzt habe, auch einen Slot mehr. Nee, inzwischen sind das auch 6 Hardpoints, okay. Aber wir haben weitaus mehr Power Grid und CPU zur Verfügung, als wir es hier haben. Und diese 30 CPU-Unterschied, das sind genau die, um die ihr kämpfen werdet bei der normalen Tempest. Spätestens, wenn ihr Artillerie drauf fittet und so weiter. Die Raven Navy, genau. Wunderschönes Schiff, kann man wunderbar benutzen. Also ab Battlecruiser lohnen sich diese Faction-Varianten wirklich. Pirate-Varianten sind nochmal was anderes. Die lohnen sich eigentlich immer in ihrer Nische. Aber darauf komme ich, wie gesagt, gleich noch einmal kurz zu sprechen. Ja, ich kann mich auch daran erinnern, dass die Typhoon mal aussah wie eine fliegende Klorolle. Beziehungsweise, ich habe immer gedacht, wie ein fliegender Klobürstenhalter. Inzwischen sieht sie ein bisschen anders aus, aber die sah wirklich mal aus wie ein fliegender Klobürstenhalter. Allerdings die passende Klobürste dazu, die gibt es sogar noch. Ne? Also wenn das nicht eine Klobürste ist, dann was sonst. Und jetzt kommen wir zu zwei ganz besonderen Arten von Schiffen, die ein bisschen Aufmerksamkeit erfordern. Die haben nämlich beide etwas, das normalerweise Capital-Schiffen vorbehalten ist. Und zwar einmal der Black Ops. Jetzt fragen wir doch mal unsere Spezialisten, was hat der Black Ops, was normalerweise einem Capital vorbehalten ist? Jetzt bin ich mal gespannt, ob mir das jemand sagen kann. Ich gehe mal von der Beschreibung runter. Ah, Neo! Jein, aber das ist nicht das, worauf ich hinaus will. Ihr habt es ja im Prinzip. Nein, er kann springen. Darum geht es mir. Ja, da. Pi, richtig, genau. Er hat einen Sprungantrieb und nur der ermöglicht das Bridgen überhaupt. Darauf wollte ich hinaus. Die Panther kann als einziges Sub-Capital-Schiff springen. Das bedeutet, ihr habt einen Kumpel, nennen wir ihn der Einfachheit halber mal Gerrit. Und dieser Gerrit, der steht so 2, 3 Low-Sec-Systeme weiter irgendwo und wird angegriffen. Dann kann er den Zyno öffnen. Und ihr könnt mit eurem Black Ops abdocken und praktisch euch direkt auf die Position von diesem Zyno drauf teleportieren. Das verbraucht ein bisschen Sprungtreibstoff, ist im Allgemeinen jetzt nicht wirklich teuer. Und ihr seid wirklich instant da, um ihm zu helfen. Weiterhin. Nein, keine Jump Bridge. Es ist keine Jump Bridge, es ist tatsächlich ein Zyno. Die Jump Bridge kommt jetzt obendrauf. Ja, das müssen wir unterscheiden. Ein Sprung von Punkt A auf ein Zyno ist keine Jump Bridge. Das ist erstmal an sich ein Capital-Sprung, beziehungsweise ein Sprungantrieb an sich. Jetzt können aber gewisse Schiffe zusätzlich ein Modul aktivieren, das praktisch Schiff C, nehmen wir den Otto, ermöglicht, zu sagen, Gerrit, ich oder ich bin der Black Ops, Gerrit hat das Zyno offen, ja, und dann kommt der Otto zu mir und sagt, pass auf, ich sitze hier in meinem Stealth Bomber, ja,
mach doch mal bitte dein Cover-Jump-Portal an und bridge mich zum Garrett. Dann mache ich das und dann kann er Rechtsklick auf mein Schiff machen, wenn er mit seinem Bomber neben mir steht, und kann dann sagen Portal Through oder Jump Through. Und dann steht er neben dem Garrett. Das klappt aber nur für Schiffe, die auch gecloaked warpen können. Die diese Covered Zynos benutzen können. Also, wenn wir da einmal zurückgehen, Stealth Bomber, Covered Recons, dann unsere Strategic Cruiser natürlich und übrigens auch, wofür wir gleich noch zu kommen, die Blockade Runner. Ja, all die können das machen und können da drauf springen. Weiterhin können Black Ops auch auf getarnte Zynos springen. Das sind Zynos, die können wiederum nur von Black Ops geöffnet werden, von Covered Ops geöffnet werden, also von Schiffen, die gecloaked warpen können, nicht nur von Covered Ops. Und tauchen in der Overview nicht auf. Man muss schon auf dem Grid sein, um sie zu sehen oder sie ausscannen. Auch da haben sie die Möglichkeit, drauf zu springen, und sie haben auch die Möglichkeit wiederum, darauf andere Covered Ops zu bridgen. Nein, die Astero und die Stratias habe ich nicht vergessen. Ganz großer Fehler, die können nicht gebridged werden. Vorsichtig. Zumindest wenn ich mich richtig erinnere, habe ich sie ganz absichtlich ausgelassen, weil ich mir sicher bin, dass da irgendwas war, dass man die eben nicht bridgen konnte. Wenn du hier nämlich guckst, sie können zwar ein Covered Ops Cloaking Device verwenden, sie können aber kein Covered Zyno stellen. Genau, man kann sie bridgen, aber sie können kein Covered Zyno stellen. So war es. Man kann sie bridgen, aber sie können beide kein Covered Zyno stellen. Von daher hast du recht, man kann sie bridgen, aber sie können kein Covered Zyno stellen. So war es. Und richtig, Covered Ops Zynos haben auch eine geringere Jump Time. Oh, hallo Nadi. Ach, jetzt bin ich schon wieder rausgedrückt hier. Ich bin ein Pfosten. So, also. Das ist alles live. Ich kann nicht schneiden. So. Weiterhin haben Black Ops die Fähigkeit, und das ist sehr interessant, wenn sie ein normales Cloaking-Device, die können nicht gecloaked warpen, Black Ops selber. Ja? Aber die können ein normales Cloaking-Device anschmeißen. Und so ein normales Cloaking-Device, wenn wir uns das mal gerade kurz angucken, nehmen wir das Schlechteste, das Prototype. Dann seht ihr, dass wir 90% unserer Geschwindigkeit verlieren, wenn wir dieses Modul aktivieren. So, ein Black Ops gewinnt jetzt wiederum 125% Geschwindigkeit dadurch, wenn es gecloaked ist. Das bedeutet, sobald man den Skill Black Ops auf 4 hat, ist man schneller, wenn man gecloaked ist, als wenn man nicht gecloaked ist. Wenn man ihn auf 5 hat, ist man mehr als doppelt so schnell. Das heißt, man bewegt sich gecloaked schneller als ungecloaked. Und das macht die Dinger furchtbar fies. Die springen rein, verkloppen wen, warpen raus, cloaken sich. Vielleicht kriegt man noch raus, wo sie sich gecloaked hat. Warpt dann dahin, scannt das aus, warpt mit der Flotte hin, aber in diesem Zeitraum haben die sich gecloaked und sind schon wieder 20 Kilometer weiter und du weißt nicht, in welche Richtung. Dann warten sie, bis ihre Cap voll ist, die cloaken und springen raus. Diese Dinger sind furchtbar heimtückisch. Und sind übrigens das, was ich momentan hier noch skille auf 5. Und sie sind sehr teuer. Also wenn ihr mal oben schaut, nur die Hülle 1,23 Milliarden, das ist schon eine Hausnummer. Dann gibt es eine weitere Schiffsklasse, das sind die Marauder. Marauder werde ich jetzt am besten einfach mal am Exempel erklären. Das ist vielleicht einfacher. Auch die Marauder haben eine Sache, die eigentlich Capital Ships vorbehalten ist, und zwar Stationierungsmodule. Stationierungsmodule kennt ihr vielleicht, wenn ihr euch mal so ein paar Videos angeguckt habt. Das Triage-Modul, den Industrial Core von der Rockwall oder das Siege-Modul vom Dreadnought. Das ist alles schön und gut. Was Ähnliches hat ein Marauder, zum Beispiel hier die Vagor. Vago gehört zur Marauder-Klasse und sie hat dieses Bastionsmodul. Das Bastionsmodul bewirkt Folgendes. Wenn wir das Bastionsmodul aktivieren, werden wir erstmal gegen so ziemlich jede Form von elektronischer Kriegsführung immun. Und zwar instant. Ja, die Cycles, die noch laufen, laufen durch und dann kann man uns
weder unser Tracking disrupten, noch unsere Aufschaltung stören, gar nichts. Das ist schon mal ein sehr großer Vorteil. Dann erhöht sich unsere Resistenz, sämtliche Resistenzen, um 30%, während dieses Modul läuft. Das heißt, achtet bitte auch hier auf die Resistenzen, ich schalte es ein. Zack. So, das Bastionsmodul läuft. Es gibt eine wunderschöne Animation. Na, ihr seht, hier fahren an den Schilden oben Dinger hoch und hier kommt so ein komischer Strahl raus. Fragt mich nicht, wofür. Jetzt kann ich mich aber nicht mehr bewegen. Ich bin jetzt eine Minute lang angebunden. Ich kann mich nach links und rechts drehen, aber Geschwindigkeit aufnehmen ist nicht. Eine Minute lang bin ich angebunden. Sitting Duck. Nun, jetzt denkt man sich, na gut, ob es einem das dafür wert ist. Es geht ja noch weitaus weiter. Punkt 1. Das Schönste kommt zum Schluss. Wir kriegen 25% mehr Vorlaufreichweite. Wir kriegen 25% mehr optimale Reichweite. Wir bekommen im Prinzip auch noch eine hohe Resistenz gegen Target Painter, was total toll ist. Und, jetzt kommt das Schöne, unsere Schildbooster und Armor Repairer leisten das Doppelte. Heißt, die laufen einmal durch, verbrauchen auch nur die Käpfe einmal, leisten aber das Doppelte. Und das kennen wir sonst noch vom Siege-Modul. Da leisten sie allerdings weit mehr als das Doppelte. Jetzt ist das Bastionsmodul schon wieder aus. Ich wollte euch das gerne gezeigt haben. Und so kriegen wir es halt hin, mit zum Armor-Repairer mal eben 1000 HP Schild zu boosten. Und wenn wir jetzt die Resistenzen anmachen und mal gucken, wo die so hinsteigen, und dann wissen wir auch noch, wir kriegen das ganze Cap-Stable ans Laufen, denn hier oben rechnet er den Remote-Armor-Repairer mit rein und den habe ich so gut wie nie an. Und dann boostet der hier wirklich mit jedem Zyklus, boostet der mir von meinen 9000 XHP 1000 und weg. Das Ding ist unglaublich schwer zu knacken. Und trotzdem, bei all dem sind so 353,9 HP, die wir da haben. Also könnt ihr euch vorstellen, wie heftig auch diese Heavy Interdictors dann wegtanken. Ja. Dieses Ding ist immobil, aber es kann kaum gestört werden elektronisch. Es kann unglaublich einstecken und jetzt kommt der weitere große Vorteil. Es haut, obwohl es nur 4 Waffen hat, unglaublich Schaden raus. Das liegt an einem weiteren Bonus der Marauder, den sie alle miteinander teilen. Nämlich, dass sie alle 100% Bonus auf ihren jeweiligen Waffentyp an Schaden haben. Heißt, ich mache mit 4 Türmen so viel Schaden, wie ich mit 8 machen würde. Weiterhin habe ich diese super Tank-Fähigkeit. Dann kann ich auch noch meinen Tractor Beam 100% weiter, also mit 100% erhöhter Reichweite benutzen, also auf 48 Kilometer. Ich habe eine sehr kurze Reuse-Dauer von meinem Micro-Jump-Drive. Die haben ja normalerweise eine L-lange Reuse. Hier sind es jetzt 54 Sekunden. Normalerweise wären es, ich glaube, 240. Ich weiß es gerade gar nicht. 180. Also im Prinzip, das, was ich an Geschwindigkeit hier durch eine Manövrierbarkeit einbüße mit dem Marauder, das kann ich auslaufen lassen, da das Modul, dann aktiviere ich einmal meinen Micro-Jump-Drive. Weil die Gegner zum Beispiel zu nahe gekommen sind, theoretisch, ja. Dann dauert das ein paar Sekunden, ich gehe auf Geschwindigkeit, ich springe, ich gehe wieder in den Bastionsmodus, bin 100 Kilometer weiter, kann hier wieder weiter tanken. Ja, kann arbeiten, kann schießen, alles Mögliche. Und sobald dieses Modul wieder einsatzfähig ist, kann ich weiter springen. Und das, wie gesagt, wie ihr seht, erholt sich sehr schnell dafür, dass das mal eben 100 Kilometer überbrückt. So, an der Stelle mal bei uns im WH und hat dann 20 Mann Flotte problemlos flach gelegt. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ich hätte auch einen Dreadnought da, um den gleich fortzuführen, aber das ist mir ehrlich gesagt nicht ganz so lieb, das hier auf dem Main-Server zu machen. Weil wenn ich mit dem in Siege-Modus gehe, stehe ich 5 Minuten. Und das kann unangenehm werden. Aber wir können ihn zumindest mal durchsimulieren gleich. Aber wie gesagt, das ist der Marauder. Der Marauder ist im Prinzip der kleine Bruder vom Dreadnought. So könnt ihr euch das vorstellen. Er tankt furchtbar viel, er teilt recht gut Schaden aus. Und er hat sehr, sehr hohe Immunitätswerte. Höhere übrigens als ein Dreadnought. Um das mal zu sagen, ein Dreadnought ist nicht vollkommen immun gegen Evo und so weiter, während ein Marauder das durchaus ist. So, wir springen uns mal wieder selbst aufs Dach und docken.
Hallo Heimat. Docking permission requested. Docking request denied. Docking request denied. Natürlich, wir haben Waffentimer. Hey, wir haben Waffentimer. Wir haben Waffentimer. Wir probieren mal schnell was. Warp drive active. Komme ich jetzt zwar nicht mehr rechtzeitig an, aber dann mache ich es nochmal einmal an. Das will ich jetzt wissen. Was ist im 0 als Drei-Gänge-Menü für Carrier bekannt? So, wir machen mal eben noch mal einmal hier unseren Combat Timer an. Aber nein, ich überlege gerade, beim Combat Timer kann man natürlich nicht springen. Das hätte ich mir eigentlich auch anders vorstellen können. Ach, Marauder ist. Achso, Marauder, Drei-Gänge-Menü für Carrier. Ich weiß nicht, also ich habe mit Marauder schon, solange ich Cap Booster Charges hatte, eine Moros auf Siege-Modus getankt. Solange ich Cap Booster Charges hatte. Danach war ich sehr schnell sehr kaputt. Weil dann kamen halt die 15.000 DPS, die sie rausdrückte, auch mal an. Vorher sind die an meinen Ancillary Shield Boostern abgeprallt. Also natürlich kann man damit jetzt nicht, das weiß ich ja auch vom Webben. Ich kann natürlich jetzt nicht springen. Aber das ist jetzt der Tran der Unterhaltung gewesen, dass mir das einfach nicht... Da knistert die Pfeife. Oh, Entschuldigung, eigentlich habe ich einen Push-to-Mute. Das hat aber wohl funktioniert, aber wohl nicht ganz immer. Entschuldigt bitte, wenn das mit durch. Und da sagt er, nope. Von daher. Was dampft denn da Schönes? Ich dampfe eine E-Grip 2 mit 0,25 Ohm. Fertigkopf tatsächlich, weil ich die Selbstwickler für die Dinger leider schrecklich finde. Mit 0,6 Milligramm Red Esther. Nein, 6 Milligramm Red Esther, so 0,6%. So, Dock ab und dann machen wir weiter. Dann kommen wir jetzt nämlich zu dem, was euch wahrscheinlich alle brennend interessiert, solange zu den Battleships keine Fragen sind. Achso, ja, vielleicht noch, mit den Battleships kann man Super Level 4 Missionen fliegen, spätestens mit dem Marauder dann auch im Schlaf. Ja, also mit der Tankability, wenn ihr den erstmal vernünftig gefittet habt, lasst den Schildbooster laufen und im Prinzip drückt dann nur noch F1 und schaltet auf. Zuschauer. Sehe ich auch gerade. Das freut. So. Back to topic. Also, damit sind wir auch durch die Marauder durch. Wir verlassen jetzt das Gebiet der Subcaps. Also alles, was jetzt kommt, werdet ihr im Highsec nicht zu sehen bekommen. Mit Ausnahme der Frachter. Und zwar Capital Ships. Capital Ships haben im Lowsec und im 00 ihre Heimat. Wurden ursprünglich nur fürs PvP ausgelegt, werden heute aber auch ganz viel im PvE verwendet. Das Einzige, was im PvE wenig Sinn hat, ist ein Force Auxiliary, zu dem wir gleich kommen. Alles andere wird tatsächlich aktiv im PvE verwendet. Selbst Titanen werden im PvE im 00 verwendet, und zwar massenweise. Ja, guckt euch einfach mal, was weiß ich, PvE-Titanen, sucht das mal bei YouTube, da seht ihr das... Seit die neuen Doomsday-Devices raus sind, gehen die teilweise in die Site, aktivieren das Doomsday,
Das brennt dann 20 Sekunden, dann werden noch 10 Gegner weggeschossen innerhalb von einer Minute und dann war es das mit einer Site, die fast 40 Millionen Kopfgeld abwirft. So. Der Dreadnought. Der Dreadnought, den simulieren wir einfach nochmal. Den habe ich nämlich hier stehen. Search. Keine Ahnung, warum ich Kram in der Safety habe. Das ist die Lily Marlene. Na. Naja. Dann halt nach Nagelfahr. Da ist er. So wie vorhin schon gesagt, Dreadnoughts, benutzen XL-Waffen, das habe ich vorhin nicht gesagt, aber Dreadnoughts haben halt auch so ein Sitting-Duck-Modul, das zeige ich euch auch gleich einmal. Oder werde ich gleich einmal aktivieren und dann gucken wir uns die Werte an, dafür müssen wir das Gerät nur erstmal aufmunitionieren. So. Dreadnoughts haben an sich erstmal, wie ihr seht, nicht sonderlich hohe Resistenzen. Ich habe hier schon ein Invo-Feld 2 laufen und habe auch zwei Resistenz-Rigs hier drauf. Und auch das Siege-Modul wird diese Resistenzen gleich nicht erhöhen. Was das Siege-Modul aber tut, erstens, es verdoppelt die Leistung unseres Capital Shield Boosters. Es tut aber noch was zusätzlich, und zwar halbiert es die Durchlaufzeit dieses Capital Shield Boosters. Heißt, aus einem werden effektiv 4 zum gleichen Cap-Preis wie 2. Ja, das simulieren wir jetzt einmal. Wir machen einmal das Siege-Modul an. Was es auch noch tut, ihr seht, ich habe 1300 DPS. Und das ist wirklich das Besondere an diesem Siege-Modul. Das tut das Modul des Maulers nicht. Es erhöht unseren Schaden. Und zwar brachial. Ich suche es hier gerade. Wo steht es? 840, das weiß ich da. 840% Damage-Bonus. Das heißt, wir machen das 9,4-fache an Schaden, weil wir 840% nochmal drauf kriegen. Und das sehen wir eben, wenn wir hier das Siege-Modul aktivieren, wie hier unter so einer Schaden durch die Decke rast, 13.000 DPS, mit vernünftigen Modulen, die ich normalerweise im PvP benutzt habe, jetzt aber nicht mehr drauf habe, habe ich 14.200 DPS gedrückt. Das macht erstens furchtbar Spaß und tut zweitens furchtbar weh. Und wenn wir jetzt mal darauf achten, was hier unser Schildbooster ausrichtet, wenn das Siege-Modul an ist und wenn es aus ist, ihr seht, das vervierfacht sich. Ja, der hat jetzt, zeigt er mich jetzt nur noch an, achso, weil ich es nicht wieder angemacht habe, 7,5 Sekunden, jetzt zeigt er 3,8 und macht 22.000 HP wieder her. Wenn man das einigermaßen gemanagt kriegt, dass das einigermaßen stable läuft, dann sind diese Dinger wirklich wahnsinnig schwierig zu knacken. Dann können das auch nur andere Capital Ships. Oder große, sehr große Mengen an Kleinkram, Bomber zum Beispiel. Die kriegen das auch hin. Aber ein Dreadnought an sich ist sehr, sehr, sehr stabil. Capital Ships können da was ausrichten. Oder halt große Anzahlen von Gegnern. Aber im One-on-One kommst du nur mit einem Capital Ship gegen den Capital Ship grundsätzlich erstmal sowieso an. Ja, und natürlich typisch Minmatar. Ein vertikales Design, wunderschön. Ich kann sie euch gleich gerne nochmal in der 3D-Ansicht zeigen. Da gibt es nämlich an diesem Ding ein paar Details, die fallen vielen EVE-Spielern gar nicht auf. Die finde ich aber furchtbar liebevoll. So, wenn wir mal von hinten schauen, da fahren kleine Aufzüge rauf und runter. Diese Gondeln, hier in der 3D, da fährt gerade eine hoch. Da fahren also auch Munitionsgondeln zu den Kanonen. Ursprünglich hatte sie nur 2 Kanonen. Die dritte wurde jetzt vor ein paar vor einem Jahr oder so erst dazu gemacht. Und dafür wurde ein Raketenwerfer entfernt. Der wurde schon früher entfernt. Nee, dafür wurde der Bonus ein bisschen runtergeschraubt, den sie hat. Sodass sie immer noch gleich viel Schaden macht, aber genauso viel Munition verbraucht wie praktisch die anderen Dreadnoughts. Von daher fährt da unten leider kein Fahrstuhl hin, weil das im ursprünglichen Skin nicht vorgesehen war. Aber ich finde das total toll, dass die kleinen Dinger da auf und abdüsen. Hat viel Liebe zum Detail. Wenn hier dann später Kanonen montiert werden und wir gehen in den Siege-Modus, dann fahren die auch richtig hier raus. Also die Laden, wo die draufstehen, praktisch die fahren nach hinten raus und kommen so ein Stück rausgedrückt. Dass man praktisch wirklich die Waffen dann auch exponiert hat und vernünftig drehen kann. Das ist schon wirklich toll, was diese Capital Ships da teilweise an Animationen haben. Die Dinger, wie gesagt, werden im PvE eingesetzt. Dreadnoughts eher etwas seltener inzwischen als Carrier, Supercarrier und tatsächlich Titanen. Weil
Dreadnoughts halt leider dieses Problem haben, sie müssen das Siege-Modul aktivieren, um effektiv zu sein, und dann sitzen sie 5 Minuten fest. Und in 5 Minuten, das wissen wir alle, kann in Eve verdammt viel passieren. Vor allen Dingen, wenn man in einem System sitzt, das jetzt auch noch Tie-Dye hat, und aus den 5 Minuten werden 50, in 50 Minuten ist von außen so viel Kram angerauscht gekommen, um einen Dreadnought zu zerlegen, wenn sie es drauf anlegen wollen, dass man die wirklich im PvE findet. Ich kenne auch durchaus Leute, die es tun, aber es ist nicht so entspannt wie mit anderen Capital Ships, die man, wenn man sie in der Side hat, einfach alleinen kann und wenn was ist, rauswarpen. Danke, Horus, das finde ich auch. Da sind wir uns einig. So. Dann die Carrier. Dass die Liv, also der Logistik, das Logistik-Capital unter Carrier fällt, ist ein bisschen eine Skurrilität. Ursprünglich haben die normalen Carrier auch die Rolle der Logistics übernommen mit diesem Triage-Modul. Von daher hat man wohl einfach gesagt, okay, die Schiffe, die weiter das Triage-Modul verwenden können, bleiben in der Carrier-Klasse. An sich sind es eigentlich Capital Logistics und müssten ausgelagert werden in eine eigene Kategorie. Wurden sie nicht, damit müssen wir leben. Ihr seht, die benutzen auch normale Drohnen, keine Fighter. Vielleicht wird das irgendwann noch nachgeholt. Lasst euch davon bitte nicht irritieren, das ist kein Carrier. So, diese Module, diese Schiffe benutzen Triage-Module. Wenn sie diese Module aktivieren, die sind im Prinzip ähnlich wie Siege-Module, dann haben sie sehr viel mehr Reparaturfähigkeiten. Ihr seht hier, Capital Remote Logistics Amount, also Shield, Armor, Hull und Energy Transfer, wird um 400% erhöht. Die Durchlaufzeit dieser Module wird um 75% gesenkt. Die eigenen Module laufen schneller, geben mehr Leistung, ähnlich wie beim Siege-Modul. Die Reichweite wird erhöht. Ich meine sogar, beim T2-Modul wird sogar der Cap-Verbrauch, oder wurde zumindest damals der Cap-Verbrauch, das war relativ versteckt, der Cap-Verbrauch dieser Module reduziert. Jetzt muss ich mal gerade gucken. Achso, übrigens, also Stasis-Webs und so weiter fressen sehr viel mehr Cap, wenn man diese Dinger anhat. Ein weiterer Punkt noch, oh, ganz wichtig, das habe ich vergessen, sowohl beim Bastionsmodul als auch beim Siege-Modul, als auch beim Triage-Modul, als auch beim Industrial-Modul unten ist, wenn man das Ding anhat, kann man keine Hilfe von außen bekommen. Also auch Remote Repair und so weiter funktioniert nicht, es kann einen keiner reparieren. Während diese Module laufen, ist man auf sich selbst gestellt. Vollkommen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Entschuldigt bitte, dass ich den vergessen habe. Der ist wirklich ganz wichtig und da müsst ihr euch auch wirklich drüber klar sein. Hilfe von außen könnt ihr nicht bekommen. Aber ich schaue gerade. Hier scheint mit dem Rework tatsächlich der Energiesparmodus, also dass man mit dem T2 weniger Cap verbraucht, scheint rausgefallen zu sein. Schade. Oder ich übersehe es wieder. Ich habe es auch damals nur gesehen, als mich jemand darauf aufmerksam gemacht hat. Es kann sein, dass es irgendwo liegt. Achso, mehr Ziele aufschalten kann man, wenn das Ding an ist, auch noch. Drohnen machen allerdings keinen Schaden mehr, weil man dann wirklich in einem puren Reparaturmodus ist. Da soll man keinen Schaden mehr machen können. Genau, auch bei Higgs, wenn die Bubble offen ist, kommt kein Rep an. Richtig. Und das ist ganz wichtig, diese wirklich super starken Module, die entweder einen selber praktisch in einen fast unverwundbaren Zustand versetzen oder aber eine Anomalie um einen herum erzeugen, wie eben so eine Bubble beim Heavy Interdiktor, da kommt kein Rep durch. Da kann man keinen Support bekommen. Wie gesagt, das sind unsere drei Logistikklassen, die wir haben. Einmal die Logistikfregatten hier oben. Dann haben wir unsere Logistics und dann haben wir die Capital Logistics, das sind die Force Auxiliaries, die wirklich wahnsinnig starke Reparaturfähigkeiten haben. Aber die sie halt auch nur dann ausspielen können, wirklich effektiv, wenn sie sich für 5 Minuten verankern. Irgendwelche Fragen bisher dazu? Gut.
Ich werde jetzt einen überspringen und zu dem komme ich dann gleich zurück. Dann haben wir die Nidhogg. Die Nidhogg ist ein Carrier. Und als solcher ein Capital Ship, das sich nicht verankern muss, um seinen Schaden anbringen zu können. Die Nidhogg macht das über Fighter. Als Carrier kann sie drei leichte Fighter Squads oder zwei leichte Fighter Squads und einen Support Fighter Squads starten. Diese Fighter werden vollkommen anders als Drohnen behandelt. Die sind wirklich, die kann man sich frei im All bewegen lassen. Man kann sie nach Punkt A oder Punkt B schicken. Die haben aktivierbare Waffen, richtig geht, dass man sagen kann, du schießt da jetzt mit deinen Lasern drauf und du mit deinen Raketen und hier zündest du mal einen Micro-Warp-Drive, um schneller hinzukommen und so weiter. Die Oberfläche kann ich euch jetzt leider gerade nicht zeigen, aber Fighter sind sehr komplex im Management. Ihr seht, 93 mm Aufschaltgeschwindigkeit oder Scan-Resolution haben diese Carrier. Capital Ships an sich haben eine sehr geringe Scan-Resolution. Carrier und Supercarrier können allerdings ein Network Sensor Array fitten. Damit kann das sehr stark erhöht werden und liegt damit tatsächlich über der Aufschaltreichweite von vielen Schlachtschiffen. Also ich würde sagen, damit haben wir irgendwo im Kreuzerniveau an Aufschaltreichweite. Ja, Aufschalt, also an Scan Resolution. Ich gehe mal kurz aus der Simulation raus, sogar weit drüber. Also das Schiff braucht dann wirklich nur noch eine maximal zwei Sekunden, um auch Fregatten aufzuschalten. Das geht dann sehr, sehr, sehr zügig. Und damit kann man dann auch, ja, oder sagen wir fünf Sekunden, damit kann man sehr effektiv arbeiten, auch gegen kleine Ziele. Das macht Carrier recht gefährlich. Weiterhin kann Carrier sich auch unabhängig von seinen Fightern bewegen. Das heißt, er kann sich, was weiß ich, nach JWD alignen und seine Fighter kämpfen lassen. Das auch auf eine große Distanz. Ja, die können unglaublich weit aufschalten. Während unsere normalen Schiffe im Prinzip ja bei 250 Kilometer grob gecapped sind, an Aufschaltreichweite, kann so ein Carrier mal eben standardmäßig, wo haben wir es denn, ich bin gerade so blind, da, auf 4700 Kilometer aufschalten. Und er kann die Jäger da auch hinbringen und sie da angreifen lassen. Also diese Dinger sind wirklich gefährlich. Allerdings haben sie nur einen normalen Schildbooster. Sie haben keinerlei Module, die ihnen irgendwie einen Superboost geben, außer der Aufschaltung. Von daher, wenn die Dinger gefangen werden, sind sie im Allgemeinen auch relativ schnell Asche, wenn sie erstmal Schaden nehmen. So, sie werden heute oftmals von vielen fälschlicherweise als die Dreadnought Nemesis bezeichnet, weil sie halt auf eine große Distanz angreifen können. Heißt, wenn so ein Carrier auf 400 Kilometer reinwarpt und ein Dreadnought im Siege-Modus ist, dann hat der Dreadnought verschissen. Der Carrier kann ihn angreifen und der Dreadnought den Carrier nicht. Allerdings müssen wir das auch immer umgekehrt sehen. Carrier, die sich im Einsatz befinden und wo ein Warp ingegeben wird, wo ein Dreadnought auf 0 oder auf 10 Kilometer drauf warpen kann, solange da irgendjemand einen Punkt drauf kriegt, ist dieser Carrier Asche. Punkt. Da kann der gar nichts machen. 14.000 DPS, die auf ihn einprügeln, die kann er nicht lange tanken. Der kann vielleicht noch seine Fighter zurückrufen, die da irgendwie 300 Kilometer entfernt kämpfen und vielleicht noch dem Dreadnought ein bisschen was mitgeben, aber ein normaler Carrier ist da Asche. Das kommt immer auf die Distanz an. Sitzen die wirklich aufeinander, sitzt definitiv der Dreadnought-Pilot am weitaus längeren Hebel. Sind sie über 250 Kilometer oder über eine gewisse, sagen wir, 100 Kilometer? Die meisten Dreadnoughts verlieren da schon wirklich kräftig an Akkuratesse. Also über 100 Kilometer auseinander, dann sitzt der Carrier-Pilot meist am längeren Hebel. Vor allen Dingen, weil er sich ja bewegen kann. Er kann Distanz aufbauen. Der Dreadnought muss entweder da sitzen und sich nicht bewegen und Schaden anbringen, oder er kann sich bewegen, bringt aber keinen Schaden an. Das ist dann, da hat ein Dreadnought noch irgendwo im Battleship-Bereich an Schaden. Ich habe Battleships, die machen mehr als mein Dreadnought, wenn er nicht im Siege-Modus ist. Ja? Das dazu, weil sie so vielseitig einsetzbar sind und mit ihren Fightern wirklich so einen großen Spielraum haben, sind sie wirklich im PvE, im 0-0 in Sites sehr beliebt. Und es macht auch wirklich Spaß. Und damit sind auch so Ticks von ja, 60 bis 70 Millionen pro 20 Minuten an Einkommen, also Millionen ISK pro 20 Minuten sind da drin. Also das heißt, wenn man es wirklich, wirklich gut macht und wirklich beherrscht, sind 210 Millionen mit einem Carrier
durchaus eine, also 210 Millionen pro Stunde, durchaus eine Marke, die man halten kann. So, dann gibt es natürlich noch den großen Bruder des Carriers, das ist der Super Carrier oder früher Mothership. Übrigens meiner Meinung nach eine sehr viel schönere Bezeichnung. Das sind Super Capital Schiffe. Super Capital Schiffe können nicht an Stationen docken. Super Capital Schiffe können einzig und allein an an Keepstars docken. Ja, also der Super Carrier und der Titan. Haben aber noch ein paar Vorteile mehr. Erstens haben sie über die Boni, also das hat der hier auch schon so ein bisschen, wenn er mal drauf guckt, dass der da Spezialmodule hat, ne? Zum Beispiel das Network Sensor Array. Das kann er, wie gesagt, auch verwenden. Allerdings hat er noch weitere Boni. Zum Beispiel 400% Bonus auf die Wirkung von Schildextendern und Armorplatten. Die können EHP-technisch furchtbar hochgehen. Werden auch im Prinzip auf EHP oder auf passive Wiederaufladung getankt, weil wenn du so viele Schild-HP hast oder Armor-HP, damit so einen kleinen Rapper ohne Bonus dran rumzureppen, da wirst du bekloppt. Ja, was macht eine Heal jetzt besonders? Ganz einfach. Eine Heal kann, oder ein Supercarrier kann nicht nur Lightfighter benutzen und Supportfighter, der kann auch Heavyfighter benutzen. Und Heavyfighter können wirklich brachial Schaden anrichten. In einer Simulation, die ich damals mit einem Bekannten gemacht habe, hat eine Heal, ich glaube es war eine Heal, nein, es war eine Nyx, es war auch ein Supercarrier, ihre schweren Fighter auf meinen Dreadnought gehetzt und der war innerhalb von 10 Sekunden Asche. Innerhalb von 10 Sekunden chancenlos verbrannt. Hier kommen ungefähr 4000 DPS, im Peak-Salven 6000 DPS raus. Hier meine ich, mich zu erinnern, dass es bei einer Simulation, ich schaue mal eben nach, das seht ihr jetzt leider nicht. Gib mir ganz kurz einen Moment. Ich habe eine Simulation von einer, ich glaube von einer Nyx oder von einer Heal offen gehabt. Allerdings halt im Fitting-Tool. Da müsste ich es dann mal eben importieren, wenn er sich hier überhaupt starten würde. Geben wir ihm einen kurzen Moment Zeit. Da muss ich gerade im Hintergrund wieder Sachen cachen. Ah, da ist er. So, und jetzt habe ich ihn runtergehauen. Komm wieder rauf. Schwindpuckel, du. Fällt gerade auf, ich bin noch auf der ganz normalen Übertragung. Normalerweise habe ich eine Szene, in der ich auch das hier mit einbinden kann, das Fitting Tool, aber das geht hier leider gerade nicht. So, Heal. Heal. Nee, dann war es die Nyx. Ja, da ist er. Da ist sie. Jetzt gucken wir mal. Wir setzen einen All-Level-5-Piloten rein, anders geht es leider gerade nicht. Und jetzt machen wir Heavy-Attack-Fighter rein. Und ich kann jetzt leider hier gerade nicht alles aktivieren, aber selbst diese drei Heavy-Fighter-Squads noch ohne die Light-Fighter wie Required Skill. Ah, verflucht. Okay. Wir haben nicht All Level 5, die Skills. Aber da bin ich bei 264.000 Volley. Das heißt, die Salve, die ankommt. Und ich meine, es ging bis auf knapp 400.000 hoch. 400.000 Schaden auf einen Schlag. Und wenn wir uns jetzt mal den Dreadnought von gerade angucken. Der hat 825.000 EHP. Das heißt, die Hälfte der HP ist mit einer Salve weg. Und wie gesagt, damals hat er noch einen etwas fiesen Trick gemacht. Er hat die Fighter in die Luft gesprengt. Das waren die Shadows. Aber auch so. Diese Fighter haben, glaube ich, eine Reuse-Zeit für ihre Missiles. Und das sind die, die den größten Teil des Schadens machen. Diese Torpedos. Heavy Attack Torpedos. Jetzt gucken wir mal gerade. Das kann ich doch eigentlich im Spiel nachgucken, oder? Da könnt ihr es auch sehen.
Torpedosalvo. Ne, Rearm ist das verkehrte Rate auf 40 Sekunden. Das heißt, nach 40 Sekunden wäre ich so ziemlich Asche. Die feuern ja auch normal weiter. Ne, das heißt, 2 400.000er Salven. Okay, in der Zeit kann ich ein bisschen gegenboosten. Aber da kommt nicht viel. Vor allem, die machen EM-Schaden. Also, ich kann dagegen boosten, aber das mache ich nicht lange mit. Das spätestens nach 2 Minuten gegen den Supercarrier ist dieses Ding im Arsch. Punkt. Zweifelsohne. Und das ist der große Vorteil. Diese Dinger machen unglaublich viel Schaden. Und die machen auch mit dem passenden Fitting unglaublich viel Schaden beim Ratten. Und genau da kommen sie momentan größtenteils oder ganz groß zum Einsatz. Ihr werdet sie natürlich bei Pandemic Legion und so weiter auch im PvP finden. Und die werden auch ganz, die sind auch fürs PvP gemacht und da sind sie auch wunderbar. Gerade beim Strukturenabreißen gibt es eigentlich nichts Schöneres, jetzt mal abgesehen von diesen nervigen Zitadellen mit ihrer Damage Cap. Was CCP sich dabei gedacht hat, Supercarrier nochmal zu pimpen und dann den Zitadellen eine Damage Cap zu geben und dann die Possen wegzunehmen, fragt mich nicht. Aber das sind unglaubliche Schadenswerte, die da kommen. Gerade wenn die im Verband kommen und dann schalten die auch noch so wahnsinnig schnell auf, das ist wirklich heftig. Wird allerdings immer noch getoppt. Zumindest was den Schaden für den Moment angeht. Achso, falls es euch interessiert, ich muss gerade überlegen, wie viel hatte mein Bekannter damals gesagt, hat der gemacht an ISK. Ich glaube, der hat was gesagt von 150 Millionen Ticks, wenn der Carrier-Spawns dabei hatte, 200 Millionen Ticks. Also ungefähr 600 Millionen ISK pro Stunde. Das sind 2 Stunden, nach damaligen Werten, 2 Stunden zocken für einen Plex. Oder für 500 Plex. Da kann man, wenn man eine Gegend hat, wo man in Ruhe Sites fliegen kann, wo auch immer Sites verfügbar sind und man sich nicht permanent drum streitet, kann man da unglaubliche Mengen an Geld reinfarmen. So, letzter Punkt. Diese Dinger können Burst Projectors verwenden. Burst Projectors, das sind kleine E-War-Module sozusagen, die können nur Supercarrier verwenden, die werden abgeschossen. Ja, Can be fitted to Supercarrier. Die fliegen dann bis zum Ziel innerhalb von 500 Kilometern und dort detonieren sie und haben dann einen Area-Effekt. Hier zum Beispiel erhöhen sie in einem Radius von 10 Kilometern die Signatur aller Gegner oder aller Schiffe um 35%. Na, da gibt es auch noch andere von, aber das hier. Übrigens, vielleicht, was auch jemand von euch noch nicht kennt, wenn ich hier auf View Market Details klicke und ich will mir die anderen anzeigen lassen, muss ich mir die hier nicht raussuchen. Hier hinter auf das kleine Fragezeichen, Zielscheibe klicken und wir kommen direkt in die Marktgruppe. Na, da gibt es zum Beispiel auch Warp Disruption Burst Projectors. Die hauen dann innerhalb von 10 Kilometern, übrigens natürlich nicht im Highsec, geht ja auch gar nicht bei den Schiffen, innerhalb von 10 Kilometern eine Warp-Störung raus. Das ist schon recht schön. Die hält, glaube ich, 40 Sekunden. Also 40 Sekunden kann sich in diesem Bereich nichts bewegen. Das ist ganz praktisch, wenn man es gerade den eigenen Interdiktor zerrissen hat. Der zweite ist noch nicht ganz dran und man merkt, der Titan haut gleich ab. Dann bläst man das Ding rüber und dann ist Ende Gelände mit Springen für weitere 40 Sekunden. Und das halt über eine Reichweite von 500 Kilometern. Das heißt, der Titan kann einen nicht mal zurück aufschalten. Ja, Supercarrier und Carrier haben ja diese exzeptionell große Aufschaltreichweite. Ja, also wenn wir hier den mal simulieren, den Supercarrier, dann haben wir hier sogar fast 6000 Kilometer Reichweite. Wenn wir unseren Titan, zu dem wir jetzt kommen, mal simulieren, dann sind wir da bei 300 gecapped. Oh, sind wir da gecapped? Auf jeden Fall hat er nur 300. Der kommt niemals, egal wie du den fittest, auf 6000 Kilometer. So, Titanen. Titanen sind erstens die größte Schiffsklasse in EVE und zweitens die komplexeste. Komplex aus dem Grund, weil sie sehr, sehr, sehr viele Rollen ausfüllen können. Ich persönlich möchte keinen Titanen fliegen müssen.
Ich meine, jetzt, wo es Keepsars gibt, kann man ja wenigstens wieder aussteigen. Früher brauchte man einen Parkjar, wenn man einen Titanen hatte. Oder man musste ihn unbewacht in der Post stehen lassen. Heute kann man ihn wenigstens docken. Nichtsdestotrotz ist einen Titanen zu fliegen eine nicht gerade schöne Aufgabe. Es sei denn, man ist jemand, der drauf steht, immer Primary zu sein. Im Prinzip immer gejagt zu werden. Und im Prinzip auf Abruf bereitstehen zu müssen, wenn die eigene Ally was unternehmen will. Warum sind diese Dinger so stark, wenn sie doch, wie wir hier gerade gesehen haben, ne, die haben Capital-Türme, aber jetzt auch nicht wirklich viele. Ja, 6 Capital-Türme. Und der Dreadnought hat seine 3 Türme und kriegt da 840% Schaden drauf. Wieso macht der mit 6 Türmen dann auch viel Schaden? Ganz einfach. Der kriegt 180% pro Skillstufe Bonus da drauf. Ne, wer da mal kurz drüber rechnet, ich bin jetzt mal ganz feige und lasst euch das ausrechnen. Na, hat's wer? Sind 900% Schadensbonus. Ich habe gerade selber sicherheitshalber nochmal nachgerechnet, weil ich auch müde werde. Plus die 100%, die er eh schon hat. Ja, das heißt, wir machen im Prinzip das Zehnfache an Schaden. Also 10, ja, mit 10er Ladung. Ne? Mit 6 Kanonen. Da kommt also vorne richtig was an Schaden raus. Weiterhin. Und jetzt müssen wir uns hier so ein bisschen dran langarbeiten. Übrigens, Titanen im PvE, wie gesagt, nur in gewissen Zeits. Im PvP werdet ihr sie in sehr seltenen Fällen sehen. Es sei denn, ihr fliegt bei den wirklich großen Aktionen mit. Im Small-Scale-PvP werdet ihr sie seltener als Gegner sehen, wenn überhaupt dann als Jump-Bridge. Aber da kommen wir gleich zu. Also, zuallererst mal haben sie, wie übrigens auch die Supercarrier, einen Bonus auf die Warp-Core-Stärke pro Skillstufe. Supercarrier kriegt plus 5, das heißt, er ist ausgeskillt dann bei 26 Warp-Core-Stärke. Die hier sind dann voll aufgeskillt auf 51 Warpcore-Stärke. Aber wie gesagt, ein Heavy-Interdiktor mit einem Fokuspunkt reicht und die Lampen gehen aus. Titans können Doomsday-Module fitten. Pling. 900%, das hatte ich doch gesagt. Ist mein Mikro aus? Nee. 900%, ja. 900% Bonus. Du hast ja schon mal so nochmal 100%, ne? Also du kriegst auf 100% einen Bonus von 900%, das heißt, insgesamt machst du das Zehnfache. Es wird du kriegst 900% drauf, das heißt, du machst das Zehnfache wie vorher. Wenn du 100% drauf kriegst, machst du ja auch nicht das Einfache, sondern das Zweifache. So. Wo war ich? Doomsday Devices. Da können wir uns zum Beispiel mal das Gjallarhörnchen angucken. Das ist das typische Doomsday einer Ragnarok. Das wird aktiviert, hat dann eine Durchlaufzeit oder eine Formwärmzeit von 7,5 Sekunden. Nach 7,5 Sekunden wird auf das ausgewählte Ziel ein fester Explosivschaden von 1.000.000 draufgehauen. Je nach Skillstufe kann das nochmal um 50% erhöht werden. Heißt 1,5 Millionen Damage flat. Damit platzt jeder Carrier, im Prinzip jeder Carrier und jeder Dreadnought. Super Carrier stecken das weg, Titanen stecken das weg. Ich glaube, in ganz seltenen Fällen kann das auch ein Fox wegstecken, ich bin mir da aber nicht sicher. Fox habe ich nicht viel mit am Hut gehabt. Diese Dinger tanken richtig, drücken richtig böse Schaden. Gut, das tun sie dann nur einmal alle 5 Minuten. Ja, weil so lange muss das ganze Ding reloaden, aber nach 5 Minuten können sie das wieder. Weiterhin sind sie nicht nur an dieses eine Doomsday gebunden. Es gibt Sickle Doomsday, die also praktisch, du klickst einen Punkt A und einen Punkt B im All ein und da geht dann ein Laserstrahl von A nach B und macht halt pro Sekunde so und so viel Schaden. Wenn er einer Pech hat und folgt dem Strahl und bleibt praktisch drin, dann kriegt er so lange, wie der Strahl leuchtet, Schaden. Es gibt Doomsdays, die vor dir einen Trichter an Schaden austeilen und so weiter. Da gibt es ganz verschiedene. Das ist auch vor ein paar Updates dazugekommen. Fragt mich bitte nicht genau nach wann. Aber eben seitdem sind Titans nochmal sehr viel beliebter geworden. Vor allen Dingen seitdem sie halt seit diesem Moment auch noch den Bonus haben, dass
Platten- und Schildextender 500%. Nicht wie hier unten 400, sondern 500% Bonus geben. Und weiterhin diese schönen Resistances auf Sensordämpfer, Weapon Disruption und so weiter drauf sind. Früher waren alle Subcapitals sowieso, alle Supercapitals sowieso immun gegen Electronic Warfare. Das wurde jetzt ein bisschen zurückgenommen. Aber diese Boni sind schon wirklich sehr, sehr stark. Dann kann ein Titan einen Phänomena-Generator installieren. Was interessant ist, weil das hier irgendwie gerade falsch verlinkt ist, wenn ich hier auf den klicke, dass ich auf Galente komme. Total interessant. Aber gut, nehmen wir den Galente, obwohl der eigentlich... Nee, das ist doch Schwachsinn. Monmata, ja, ja. Mit Tippen kann es klar im Vorteil. So, schön rot. So. Diese Module sind immer sehr zweischneidig. Diese Phenomena Generators. Früher gab es, hatten die Titanen einfach fest so einen Fleet-Bonus, den sie gaben. Ja, inzwischen haben sie diese Phenomena Generators. Wie gesagt, die sind zweischneidig. Ich erkläre euch gleich warum. Also, die machen in 20.000 Kilometer. 20.000 Kilometer. Für 5 Minuten. Folgende Effekte. Die Explosivresistenz geht runter. Die Optimal Range von Hybrid Turrets und Energy Turrets, also ja, geht runter. Der Signaturradius sinkt. Und die Thermalresistenz steigt um 10%. Ja, das heißt, klar, Explosivresistenz geht runter. Ne? Bei den Zielen. Weil Minmata typischerweise explosiv machen, dann machen dann zum Beispiel das Doomsday halt mehr Schaden. Aber ihr seht, die haben Vor- und Nachteile. Das ist nämlich in 20.000 Kilometer Umkreis auf alle Schiffe. Vollkommen egal, ob Freund oder Feind. Alle Schiffe, wenn dieses Modul aktiviert werden, in 20.000 Kilometer Umkreis bekommen diese Effekte. Deshalb spreche ich von zweischneidig. Man schwächt die Gegner gegebenenfalls, ja, aber man schwächt auch die eigenen Leute. Man gibt den Gegnern sogar einen Boost, indem man ihren Signaturradius, also ihre Hitbox, verkleinert. Und wenn man dummerweise im eigenen Team einen flotten Anteil hat, der mit Energy und Hybrid Turrets arbeitet, ja, dann ist da auch die Optimal Range reduziert. Das heißt, wenn man wirklich mit diesen Phenomena Generators arbeiten will, muss man die Flotte vorher darauf anpassen. Und das erfordert eine Menge Arbeit. Und das bleibt entweder an den FCs oder, wenn die keinen Bock drauf haben, am Titan-Piloten hängen, das vorher zu kommunizieren und zu managen. Weiterhin am Titan-Piloten hängen bleibt der nächste Punkt. Jump Portal Generators. Hatten wir vorhin schon mal. Dieses Bridgen. Erinnert ihr euch, wo ein Black Ops dann eine Jump Bridge aufmachen kann für einen Bomber? Titanen haben diese Fähigkeit in einem sehr viel übertriebeneren Maß. Sie können eine Bridge aufmachen auf irgendein beliebiges Zyno innerhalb ihrer eigenen Sprungreichweite, durch das jedes andere Schiff, das keinen eigenen Sprungantrieb hat, also jedes Subcapital-Schiff, springen kann. Jedes Subcapital-Schiff mit Ausnahme von Black Ops springen kann. Das heißt, wir haben irgendwo einen Zyno und wir haben irgendwo einen Titanen und an diesem Titanen steht ein kleines Rookie-Ship. Der Titan macht die Bridge auf und das Rookie-Ship kann direkt aufs Zyno springen. Der hierfür benötigte Sprungtreibstoff wird übrigens vom Sprungtreibstoff des Titanen abgezogen. Der hat dafür eine sehr, sehr, sehr große Bay. Nanu? Bin ich dir zu blöd? Achso, ja. Mahlzeit, wenn man am falschen Fenster ist. Da. Nee, Jump Fuel Capacity da. 60.000 Kubikmeter. Ah, da bedient man sich dann raus und dann springt man. Und das ist eigentlich die Hauptsache, die ihr oftmals sehen werdet. Es ist ein CTA, ihr müsst irgendwo hin, irgendwo wird ein Zyno geöffnet und ihr warpt an einen Titan, der macht einen Bridge auf und ihr springt hin. Im aktuellen oder im Kampfgeschehen habe ich persönlich noch keinen erlebt und ich bin ganz froh drum. Den Lag her habe ich mir gerne gespart. Denn wenn das passiert, könnt ihr davon ausgehen, dass es laggt. Weiter, und jetzt sind wir auch bald durch. Die Clone Vet Bay. Ihr könnt auf Titan mit diesem Modul aktiv auch einen Jump Clone installieren. Ich habe es noch nie gemacht. Ich weiß nicht genau, wie es läuft. Ich weiß nur, der Jump Clone muss installiert werden, wenn das Modul an ist.
Und wenn ihr auf den Jump-Klon springen wollt, muss dieses Modul ebenfalls an sein. Dann könnt ihr da auch raufspringen. Wie genau das dann aussieht, wahrscheinlich spawnt man mit einem Pod neben dem Titan. Man wird ja kaum da irgendwie an Bord sein und dann abdocken oder so. Ich weiß es nicht. Ich habe es selber nie gemacht. Ja, das ist auch noch eine Sache, die der Titan kann. Die kann neben dem Titan. Ansonsten konnte es früher noch ein anderes Schiff. Ich will gerade mal gucken, ob es das noch kann. Was ist die Rockwall? Ja, die kann auch eine Klonwart Bay verwenden. Aber das können ansonsten halt nur Titans. Ah, zu den Industrials muss ich noch kommen. Jo. Jetzt erstmal, weil das jetzt wirklich sehr viel Info war, habt ihr irgendwelche Fragen? Oder habe ich euch schon tot gequatscht? Lebt ihr überhaupt noch? Nox Terror lebt, das sehe ich. Pling, es hat Pling gemacht. Ja, wir leben. Juhu. Gut, gut. Jetzt muss ich mal gerade kurz gucken bei meiner Übertragung, wie groß ist denn die Verzögerung? Ich gehe jetzt mal gerade von der Ragnarok runter und wieder rauf. Ja, gut, ungefähr 10 Sekunden. Dann kommen wir zu den Haulern. Shuttle brauche ich, glaube ich, nicht zu erklären. Ne? Hauler sind Schiffe, mit denen ihr euren Kram im Highsec zum Beispiel relativ angenehm bewegen könnt. Da gibt es verschiedene. T1-Version, zum Beispiel die Horda, die hat eine Ammo-Bay, der sehr schön groß ist, wo man also sehr viel Munition mit verwenden kann, transportieren kann. Die Mammut, das ist einfach grundsätzlich ein Hauler, der ziemlich viel Platz hat. Und die Wreath zum Beispiel, die jetzt nicht sonderlich viel Platz hat, aber dafür sehr schnell warpen kann. Die allein sich sehr schnell, die ist relativ fix. Je nach Rasse gibt es da unterschiedliche Schiffe mit unterschiedlichen Boni. Es gibt aber zum Beispiel nur eine mit Ammo-Bonus. Also wenn ihr sagt, ich will einen Hauler haben, der mir viel Ammo transportieren kann und das sollte er eins sein, müsstet ihr Minmata Industrial lernen. Sind alle an sich stufenweise tankbar. Also die Wreath ist mit am schlechtesten tankbar, soweit ich weiß. Die Horda etwas besser und die Mammut dann am besten. Das muss man immer je nach Rasse rausfinden. Das hat sich halt auch vor ein paar Updates geändert. Vorher war das sehr viel einfacher zu sagen. Dann, und jetzt kommt der wirklich etwas knifflige Teil, kommt das zu den Tier-2-Haulern. Da haben wir einmal den Blockade Runner. Das ist ein Hauler, der im Prinzip einen relativ kleinen Frachtraum hat. Ich habe da irgendwo eine Version, an der ich es mal zeigen kann, die Goofy. Das ist schon wirklich das Maximale im Prinzip, was man rausholen kann. Also T2 Expanded Cargo Holds und die passenden Rigs. 13.000 Kubikmeter, mehr geht da nicht rein. Allerdings kann sie dafür halt gecloaked warpen. Auf der anderen Seite gibt es den Deep Space Transport. Achso, gecloaked warpen und noch ein Wettervorteil. Stopp, stopp, stopp. Cargo-Scanner können euch nicht anzeigen, was da drin ist. Das Ding kann bis oben hin voll sein. Wenn ihr einen Cargo-Scan drauf anwendet, wird euch das immer sagen, das Ding ist leer. No results. Das ist ein großer Vorteil. Aber wie gesagt, dafür passt nicht sonderlich viel rein. Deep Space Transports hingegen haben ganz andere Boni. Die können nicht cloaked warpen. Sie haben aber zwei zusätzliche Warp-Core-Strength, was sie ziemlich schwer zu scrammen macht. Ich habe hier gerade mal eine zur Simulation. Sie haben ziemlich viel EHP und sind relativ gut tankbar. Und jetzt kommt wirklich das Wunderschöne, man kann sie wahnsinnig gut überhitzen. Die haben wahnsinnigen Bonus auf den Overheat. Wenn ihr mal schaut, was ich hier an EHP jetzt habe und was ich habe, wenn ich, overheate. Dann seht ihr, da kommt auch mal eine ganze Ecke raus. 124.000 EHP auf einem Hauler ist im Highsec wirklich eine richtig schöne Hausnummer.
Ja. Und sie haben einen Vorteil. Ihr seht, ich habe nur 4.500 Kubikmeter Cargo. Wieso sage ich denn dann bei 13.000, das ist wenig, wenn ich hier nur 4.500 habe? Ganz einfach, diese Schiffe besitzen einen Flottenhangar. Dieser Flottenhangar, der ist hier über diese beiden Knöpfe steuerbar, auch von außen zugreifbar. Das heißt, wenn ich im All bin, kann ich entweder sagen, meine Flottenmitglieder sollen direkt aus dem All reingreifen können. WB. Sollen direkt aus dem All reingreifen können. Oder meine Corp-Member sollen direkt aus dem All reingreifen können. Die können dann also praktisch neben mir stehen und, kennt ihr bestimmt von der Orca, das Ganze öffnen und da rein organisieren. Standardmäßig sind das 50.000 Kubikmeter. Mit Skill lässt es sich auf 62.500 erhöhen. Und egal, ob ich jetzt hier Cargo holt, Extender oder sonst was, Fitter, dieser Wert bleibt. Der ist unabhängig von meinem Fitting. Das heißt, diese 4.500 Kubikmeter, die brauche ich eigentlich gar nicht. Ich habe hier meine Operationsreichweite. Ich habe hier das, wo ich meinen Kram mit transportiere und kann deshalb die Low Slots entweder für Tanking oder halt hier für Quick Alignment oder sonst was aufwenden. Ich aligne mich jetzt 10 Sekunden. Ups. Und wenn ich die mal ausmache, dann würde ich 22 Sekunden brauchen. Ja, all das kann man mit dem Deep Space Transport ganz angenehm machen. Man kann die Low Slots wirklich dafür verwenden, wofür man sie verwenden möchte und muss sich nicht darauf konzentrieren, irgendwie den Cargo aufzublasen. Und wie gesagt, man hat den Vorteil. Ich verrate euch da jetzt einen kleinen Trick. Zum Beispiel, angenommen, wir ganken. Wir sitzen da mit unserer Tornado und schießen irgendeinen Penner ab, irgendein Hauler, und der explodiert. Und das Wrack bleibt liegen. Das Wrack ist jetzt gelb. Wir dürfen da nicht einfach reingreifen, dann werden wir selber suspekt. Die Lösung, die viele verwenden, die ich allerdings, ganz uneingebildet sagen, mit zuerst verwendet habe, ich glaube sogar erfunden, weil an dem Tag, an dem das Release rauskam, haben wir es bereits gemacht, ist man warpt mit so einem Deep Space Transport aufs Wrack und irgendein Kumpel, ein Flottenmitglied, warpt mit einer kleinen Korvette dahin. Macht das Wrack auf und zieht direkt aus der Korvette in den Flottenhangar des Deep Space Transports. Dabei wird nur diese Korvette Blinky, nicht der Deep Space Transport. Der hat ja nichts gemacht. Das ist ja über die Korvette gewandert und dann von der Korvette praktisch weiter in den Deep Space Transport. Damit wird der Korvette-Pilot suspekt und der Deep Space Transport-Pilot kann in Seelenruhe abgondeln. Und gut, so eine Korvette zu verlieren, mein Gott, das ist nicht schlimm. Und zweitens, der Korvette-Pilot weiß ja vorher Bescheid. Alles wartet darauf, dass dieser Deep Space Transport Blinky wird und in der Zeit wird dann die Korvette Blinky und haut instant ab. Das funktioniert relativ gut. Das ist zum Beispiel was, wofür man dieses Schiff wunderbar verwenden kann. So, und jetzt zur letzten Kategorie: Frachter. Frachter sind die einzigen wirklichen Capital Ships, die im HISEC zugelassen sind. Eine Zeit lang wurde argumentiert, dass die Orca ja auch irgendwie ein Capital Ship ist, aber sie ist ein Semi-Capital Ship. Frachter sind echte Capital Ships. Sie sind sehr träge, sehr langsam, im Fitten absolut aufregend mit ihren Low Slots. Die haben nämlich noch ein paar Low Slots. Da geht auch nicht viel drauf. Im Prinzip kann man nur Reinforced Bulkheads installieren oder Cargo Extender. Viel mehr kriegt man da nicht vernünftig drauf. Das sind Schiffe, die wirklich große Mengen an Material bewegen können. Muss mal gerade gucken, wie ist sie hier jetzt gerade gefittet, die Movit? Gar nicht. Zack. Dann sind wir bei über 1 Million Kubikmeter. Aber die Dinger sind wahnsinnig träge. Die warpen mit 0,37 AU. Das ist schon schneller geworden. Das war früher bei 0,6 oder so. Ganz schrecklich. Damit werden große Mengen an Kram transportiert. Und ja, die können sich nicht verteidigen. Wenn die also irgendwo angegriffen werden, ist die einzige Hoffnung, dass Concorde eingreift, bevor sie platzen. Haben relativ viel EHP, aber wie gesagt, für ein Capital Ship ist das an sich nicht viel. Dann gibt es ihr T2-Pendant, das sind die Jump Freighter. Die fassen sehr viel weniger an Cargo, haben aber den Vorteil, dass sie notfalls über einen Jump Drive auf einen Zyno springen können. Solange es in Reichweite ist und sie Sprit geladen haben.
Das seht ihr häufiger mal in Jita, da dockt dann so ein Ding ab und dann macht es plötzlich so einen Britzelball, möchte ich fast sagen. So ein elektrisches, statisches Blitzen um das Schiff und dann verschwindet das in so einer feurigen Kugel im Nirgendwo. Die zischt dann noch in irgendeine Richtung aus dem Bild. Die übrigens, soweit ich weiß, tatsächlich einen Anhaltspunkt gibt, wo, in welche Richtung der Sprung stattfindet. Aber wo es genau landet, das ist ganz schwer zu sagen. Die Sache ist halt, Zynos kann man nur im Low-Sec oder 0-0 öffnen. Das heißt, ihr wisst auf jeden Fall, wenn euch sowas passiert, das Ding springt weg. Und ihr wisst die Reichweite und ihr wisst, da sind nur ein, zwei Low-Sec-Systeme in der Nähe. Dann wird es wahrscheinlich dahin gesprungen sein in eins der beiden. Oder wird es dahin gesprungen sein in eins der beiden. Nur ob ihr da dann noch rechtzeitig ankommt, um es abzufangen, ist natürlich fraglich. Trotzdem gilt der Jump Freighter als die sicherste Methode, so einen Kram über lange gerade Torgenkram über lange Distanzen zu transportieren. Der dockt in Jita ab, ist unverwundbar bis zu dem Zeitpunkt, wo er wegspringt, wenn er es relativ zügig macht, innerhalb von 30 Sekunden, springt weg, landet da an der Station, dockt und fertig. Wartet, bis sein Jump-Fatigue-Timer abgelaufen ist, was nicht lang ist bei diesen Dingern, dockt ab und springt aufs nächste Zyno. Und ja, die Fenrir ist der Java-Transporter aus Star Wars. Finde ich auch. Und deshalb habe ich sie auch geskillt, weil ich sie einfach geil finde. Scheiß auf was kann er am meisten bewegen. Das wäre tatsächlich die Charon. Ich finde sie einfach schön. Und so viel weniger transportiert sie jetzt auch nicht. Damit wären wir alle Schiffsklassen einmal durch. Bis auf Piratenschiffe. Da gibt es noch so ein paar Ausnahmen, Regelungen. Zum Beispiel das Angel-Kartell mal angucken. Oder wichtige Ausnahmeregelungen gibt es da. Und zwar beim Angel-Kartell zum Beispiel, man braucht nicht nur den Minmatar, sondern auch den Galente Battleship Skill, um zum Beispiel bei der Machariel Boni zu bekommen. Diese Piratenschiffe brauchen immer zwei Skills. Und zwar alle. Interessanterweise sogar Sisters of Ethan als Piraten gekennzeichnet. Die brauchen Galente und Amar, obwohl Sisters of Ethan wirklich keine Piraten sind, sondern eher so eine Wohltätigkeitsorganisation. Aber da sie nicht offiziell zur Faction gehören und man keine weitere Kategorie hat, müssen sie halt als Pirat gekennzeichnet werden. Auch die haben wieder, also diese Piratenfraktionen haben wieder ihre Spezialitäten, wie Minmatar zum Beispiel Stasis Web und Target Painter, hat zum Beispiel Guristas eine unglaubliche Fokussierung auf Drohnen. Das geht so weit, dass selbst der verfluchte Guristas Dreadnought Fighter starten kann. Ja, oder der Guristas Titan Fighter starten kann. Und zwar, der kann nicht noch Fighter starten. Nein, er hat übrigens obendrein auch noch 100% Damage-Bonus. Genau wie der Dreadnought. Oder aber bei Sunshine Nation, die haben unglaublichen Speed-Bonus. Ich weiß nicht mal, ob es für die Revenant gilt, das würde mich jetzt gerade mal interessieren. Ja, auch die hat 20% Afterburner Velocity Bonus. Die anderen Schiffe haben 30% respektive ja, 20 bis 30% Bonus auf Afterburner pro Skillstufe. Ja, irgendwo haben sie alle ihre Spezialität. Blood Raider ist Energy Neutralizer und Stasis Web. Angel Cartel ist tatsächlich purer, brutaler Schaden. Die machen echt wahnsinnig viel Schaden. Aber keine feinen Spielereien. Ich weiß, ich war nicht da, Schnief. Dann die Vindicator, die Serpentis, die haben unglaublichen Bonus auf Stasis Webifier Effizienz. Und das ist wirklich eine der fiesesten Sachen überhaupt, dieser Bonus auf Stasis Webifier Effizienz und auf Schaden. Das steht 10% Bonus auf die Effectiveness, aber wenn ihr euch das überlegt, ihr habt einen 60, ihr habt einen T2 Web oder einen Faction Web mit 60% Geschwindigkeitsabzug. Mit diesem Bonus, wenn der voll ausgeskillt ist, macht ihr 90% Geschwindigkeitsabzug. Das heißt, ihr haltet jemanden zwei dieser Webber mit 90% drauf und der hat noch 1% Restgeschwindigkeit. Heißt, selbst ein Kreuzer, der mit 3000 Metern pro Sekunde fliegt, ist plötzlich bei 30 Meter pro Sekunde. Der kommt nicht mehr zum Gate. Der ist Asche. Ja, besonders fies ist, dass der Bonus sich sogar bis auf die Dreadnoughts überträgt. Ja, auf dem Supercarrier ist er. Supercarrier? Ja, auf dem Supercarrier ist er und auf dem Titan ist er sogar auch noch drauf.
Okay, Gerrit, ich werde mich gleich noch kurz mit deinen Jungs unterhalten. Ich bin ja auch soweit durch. Wie gesagt, ihr habt gesehen, die haben alle irgendwo spezielle Boni. Jetzt wäre hier zum Beispiel der Drohnenschaden bei Sisters of Eve. Bei Mordus Legion liegt es dann auf Punkten und Missile-Reichweite. Missile-Schaden. Ja. Ja. Die kriegen höhere Geschwindigkeit, geringere Flugzeit. Und machen mehr Schaden. So, ich denke, genug gesagt. Natürlich brauchen wir dafür das nötige Kleingeld. Natürlich, natürlich. So, stehen irgendwelche Fragen im Raum? Sowohl im Teamspeak als auch im Twitch. Bitte jederzeit fragen. Es fällt mir gerade auf, ist ein jemand, der silent streamt? Nein, da ist keine Frage gekommen. Okay. Da habe ich es aber auch nicht angekündigt. Ansonsten poste ich hier jetzt einmal die TeamSpeak-URL nochmal ins Dings. Für all diejenigen, die dazu stoßen wollen, jetzt gleich noch zur Diskussion. Das ist diese Adresse. Und dann beende ich den Stream an dieser Stelle und bedanke mich ganz herzlich für den offiziellen Teil des Streams. Ich werde jetzt gleich im TS quatschen, von daher ich beende den Teil des Streams. Alles Weitere wird jetzt für euch soweit stumm erfolgen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, wenn ihr weiterhin sowas sehen wollt, ich mache regelmäßig Tutorials, lasst gerne auch ein Abo da. Ich denke, ich werde auch weiterhin bei der Noob Fleet noch was machen. Solange die mich jetzt noch haben wollen, werden wir dann sehen. Bedanke mich ganz herzlich fürs Zusehen und wünsche euch soweit noch einen wunderschönen Tag. Wie gesagt, ab jetzt geht es hier für diejenigen, die weitergucken, leider nur stumm weiter, weil ich jetzt im Teamspeak parallel gegebenenfalls noch Erklärungen mache, wenn das nötig ist. Ansonsten wird der Stream auch dann gleich beendet. Auf Wiedersehen, vielen Dank fürs Zuhören oder auf Wiederschreiben und vielen Dank fürs Zuschauen. Fly safe, euer Silence.
So, liebe Leute, das wär's. Ich schließe den Stream. Vielen Dank.